Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zur Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde DSA und zwar mit speziellen Regeln, nämlich Arcana-Kartenregeln. Und heute mit dabei, wie immer, eine illustre Gruppe an MitspielerInnen. Und zum Beispiel der Ozzy als Astanio, der Weißmagier. Hi, erst zum Gruße. Und der Marot als Jandrik, der Golgarit. Und dann haben wir Kakko als Osko, der Pereine-Novize. Pereine zum Gruße. Dann haben wir dabei Elanor, Amazone und heißt Elena. Eloyan zum Gruße. Und last but not least, Sierra spielt uns Mora, die Schmugglerin. Fex zum Gruße. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder alle mit am Start seid da draußen. Sehe schon die üblichen Verdächtigen im Chat. Hallo. Freue mich, dass ihr da seid. Dollard Power, Then Gül. Ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Kannst ja mal so Lautschrift irgendwie in den Kommentaren mal hinterlassen oder so. Ja. Wir spielen die Splitterdämmerung. Das ist eine lose Abenteuersammlung, die sich um die Splitter aus Borberats Krone befasst.
Und ihr merkt schon, der Name Borberat ist gefallen. Falls ihr die 7 gezeichneten Kampagne nicht kennt und noch spielen wollt oder irgendwo anders erleben wollt, dann es wird hier Spoiler dazu geben, denn dieses Abenteuer spielt im Anschluss daran, also nicht direkt, aber ein bisschen Zeit dazwischen. Und deswegen wird es da, oder kann es da zu Spoilern kommen. Nur, dass ihr gewarnt seid. Ja. Außerdem spielen wir gleich mit dem Arcana-Kartensystem. Falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, ist es genauso ungefähr wie das Inra-Kartensystem aus dem schönen Band. Ich weiß es immer wieder gerne hoch. Was ja? Hier, Aventurische Meisterschaft. Da sind die Regeln drin. Auch wenn ihr das später auf YouTube schaut oder so, unten drunter ist es auch verlinkt mit Seitenangabe. Da könnt ihr das alles gut finden. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, keine einzige Karte gezogen, ne? Kann das sein? Das heißt, manchmal braucht man das auch gar nicht. Ja. Nabend, Gevatter. Schön, dass du da bist. Sehr schön. Falls ihr gleich, wenn wir gleich in Time gehen, werde ich nicht mehr gut auf den Chat eingehen können. Dann sind wir alle so ein bisschen für die Welt und für das Spielgeschehen da. Das heißt, nimmt uns das nicht krumm, wenn wir da nicht direkt antworten. Ich habe zwar ein Auge auf den Chat und vielleicht kann ich hin und wieder ein bisschen was schreiben oder so, aber nimmt es mir nicht krumm, wenn ich da nicht direkt irgendwie irgendwas antworte oder euch Fragen beantworten kann oder so. Falls ihr irgendwelche Fragen zum System oder zu der Welt oder sonst irgendwas habt, könnt ihr das später, es geht später auf YouTube natürlich hier online, dann könnt ihr unter den Kommentaren Fragen stellen, dann beantworten wir die natürlich auch. Die Spielerinnen und Spieler auch, denn die verfolgen das auch mit, soweit ich weiß. Ich könnte eigentlich mal, solange der Ossi noch irgendwie auf sein Essen wartet, dass es irgendwie viel, viel Verspätung angekommen ist, kann ich den ja mal ausblenden. Das schöne Gesicht von Astanio noch ein bisschen. Deswegen kann ich noch mal ein bisschen, solange der Ossi noch ein bisschen braucht, euch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar kann ich euch einblenden, die Rabenmark, in der das Ganze, was wir hier spielen, spielt. Das ist eine Karte der Rabenmark, zwischen den Trollzacken und der Schwarzen Sichel gelegen und unterteilt in 2 Teile, einmal den westlichen, einmal den östlichen Teil. Durch den Borberat-Krieg ist dieses Land gespalten und ihr könnt da diese gestrichelte Linie erkennen auf der linken Seite der Karte. Und das ist der Todeswall, der die Rabenmark in Ost und West trennt. Und der Osten der Rabenmark ist besetzt von den Nachfolgertruppen von Borberat, dem sogenannten Nekromantenrat, der hier herrscht. Früher hat hier der untote Drache Razazor geherrscht. Und inzwischen tut er das aber nicht mehr, sondern wie gesagt ein Nekromantenrat. Genau, und hier spielen wir, denn unsere HeldInnen sind alle in der Ostrabenmark nicht beheimatet, aber zumindest sind sie da jetzt gerade. Wir spielen in dem kleinen Dörfchen Neu-Ogrenwacht, das ganz nah, ungefähr eine Tagesreise entfernt vom Todeswall liegt. Und unter verschiedensten Umständen sind sie alle so zusammengekommen. Und guten Appetit, Ossi. Was gibt's denn? Salat. Muss ich das jetzt hier als S-Stream irgendwie kennzeichnen? Ist mir nur runtergefallen. Sollte ich dich nicht mit Ossi. Was gibt's denn? Ah. Jetzt Salat. Salat, ja, sehr gesund. Ja, solange du ein bisschen isst, erzähle ich noch was und blende dich einfach mal wieder aus, weil man muss dir, glaube ich, nicht beim Essen zu. Nee, das ist nur runtergefallen, alles gut, brauchst nicht. Ja, gut. Wir sind in Neu-Ogrenwacht und Jandrik ist ein Golgarit, der nicht geweiht ist. Oh, ja, auch sowas gibt es. Und hat eine Aufgabe übernommen, nämlich eine Botschaft durch die Ostrabenmark zu bringen von der Hochgeweihten des Golgaritenordens Borondria. Hat er auch gemacht. Allerdings sind da einige Schwierigkeiten auf seinem Weg irgendwie gewesen und
Inzwischen ist er in Neu-Ogrenwacht angekommen. Wenn ihr euch die gesamte Geschichte erzählt, schaut einfach die letzten Folgen alle durch. Jandrik ist aber dementsprechend relativ neu in dieser Gruppierung hier drin, denn Elena, Astanio, Osko und Mora kennen sich relativ gut. Zumindest Osko, Astanio und Elena, die alle in Neu-Ogrenwacht wohnen. Mora ist nur hin und wieder hier. Die ist nämlich als Schmugglerin hier und dort und sonst wo und nur ab und zu mal da. Hat aber ein ganz besonderes Verhältnis zu Osko. Und dadurch, dass Osko für sie die Hand ins Feuer legt, ist sie in der Gruppe halt auch akzeptiert. Jandrik ist der neueste Zugang für diese Gruppe und alle haben sich entschieden, Jandrik auf seiner Mission zu helfen, den Todeswall nämlich, wie soll man das sagen, erstmal zu erforschen, erstmal dahin zu kommen. Denn seine Nachricht, die er zurückbringen sollte, enthält eine magische Botschaft, die davon handelt, dass der Todeswall eine Schwachstelle besitzt. Und da Jandrik weiß, dass die Golgariten zusammen mit vielen Adligen und Verbündeten in naher Zukunft einen Großangriff auf den Todeswall reiten werden, um die Ostrabenmark zu befreien, kann man dadurch, dass der Todeswall ist halt ja noch nie wirklich komplett eingenommen worden und immer nur unter hohen, sehr hohen, starken Verlusten überhaupt überwunden worden. Und wenn man jetzt die Schwäche des Todeswalls kennt, dann ist es natürlich in eurem Interesse oder in Jandriks Interesse auf jeden Fall, Menschenleben zu retten dadurch und die Invasion der Ostrabenmark durch die westlichen Golgaritentruppen möglichst verlustenfrei zu ermöglichen und vor allen Dingen die Ostrabenmark zu befreien, was Osko, Mora, Jelena und Stanio in die Karten spielt, weil, naja, die sind so ein bisschen der, in Anführungsstrichen, Widerstand. Die eine kleine Truppe, die sich den 12 göttlichen Glauben noch bewahrt hat. Der Rest der Ostrabenmark ist nicht wirklich begeistert von den Targunitot-Anhängern, die hier herrschen. Aber sie hängen ihr Fähnchen dahin, wo der Wind herweht. Und deswegen alles das, wo man länger überlebt, ist für sie in Ordnung. So, nee, Moment, das ist der falsche, das da, okay. Beim letzten Mal war es eigentlich, also am Anfang ziemlich klar, ihr wollt ziemlich schnell zum Todeswall hinüber und habt dann aber festgestellt, dass euch Elinas Tochter zurückhält, also nicht direkt, sondern indirekt, denn die hat in eurer Abwesenheit ein bisschen Unfug angestellt, in Anführungsstrichen, nämlich sie hat einen Händler erstochen und dann war sie erstmal verschwunden und ihr musstet sie suchen. Dieser Händler, der erstochen wurde, ist ein Geschäftspartner von einem anderen Händler, den Mora besonders gut kennt, denn das ist so ziemlich so ihr Konkurrent auf ihrem Geschäft. Und es hat sich herausgestellt, durch Jandriks geschicktes Vorgehen und durch seine Erforschungen, dass die beiden wohl Menschen schmuggeln oder transportieren zumindest, verkaufen vielleicht, man weiß es nicht genau, was sie mit denen machen. Und zwar nicht nur irgendwelche Menschen, sondern Kinder, 3 Stück. Und auch nicht nur Menschen, sondern auch eine Elfe ist auch dabei. Ein elfisches Kind und 2 menschliche Kinder. Ungefähr im Alter von Elinas Tochter. Man kann das bei Elfen ja nie so genau sagen, wie alt die sind, zumindest als Mensch nicht. Aber die menschlichen Kinder sind ungefähr so um diesen Dreh herum einzuordnen. Und Jandrik hat die 3 befreit aus dem Wagen, aus dem Planwagen des Händlers und hat sie zu Astanio gebracht.
Und ihr habt ein bisschen beratschlagt gemeinsam, also Ilina, Astanio und Jandrik, was ihr denn jetzt machen sollt. Und seid zu dem Schluss gekommen, ihr müsst die Kinder aus Neu-Ogrinwacht wegbringen. Und ja, wohin ist noch nicht ganz klar. Und währenddessen haben Osko und Mora zusammen versucht, die gute Xamunde ein bisschen abzufüllen mit Grog. Und dafür zu sorgen, dass die anderen drei in der Scheune, wo der Planwagen untergestellt war, unbeobachtet bleiben beim Befreien der Kinder. Allerdings wissen Mora und Osko noch gar nicht genau, was dann da abgegangen ist innerhalb der Scheune. Das heißt, zusammen eine neue Vorgehensweise zu finden, ist wahrscheinlich dann für heute den Stream ist vielleicht für den Stream angebracht. Mal gucken, was passiert wird. Ich weiß es ja selber nie genau, was passiert. Hörtel kann den Stream nicht sehen. Ah doch, kann dann. F5 hat geholfen. Das hilft meistens bei Twitch. Twitch hört manchmal so ein bisschen Schluck auf. Dann funktioniert das. Genau, außerdem habt ihr euch ja noch besprochen, was ihr überhaupt generell mit Elenas Tochter machen wollt. Die wollt ihr natürlich mitnehmen. Das heißt natürlich, so natürlich war es gar nicht. Aber jetzt, wo sie den Händler erstochen hat, ist es halt vielleicht gar nicht mal so unangebracht, denn dieser Händler wird gerade, während alles andere passiert, von einer Thargunitod-Priesterin und einer Nekromantin, die ihr eigentlich für tot gehalten habt, wiederbelebt, um ihn zu befragen, wer ihn denn ermordet hat. Und das könnte übel enden. Man weiß noch nicht. Ihr seid ja vom Beschwörungsort weg. Mal sehen, was da noch so passiert. Und außerdem hat sich Jandrik noch mit diesem merkwürdigen Mädchen vom örtlichen Bauern irgendwie herumgeschlagen. Die gute Xamanda, die ein bisschen eigenartig ist und anscheinend Jandriks Todesvision geteilt hat oder zumindest darüber Bescheid weiß und auch sonst sehr merkwürdige Sprüche und Ansichten vertritt. Und auch sie wollte ja eigentlich mitnehmen, aber sie hat gesagt, nein, möchte das Dorf auch nicht verlassen. Was da jetzt passiert, ist dann wahrscheinlich auch noch eine kleine Hürde. Das heißt, der Weg zum Todeswall ist zwar offen, aber naja, mit eigentlichen Hindernissen versehen. Und mal schauen, wie die HeldInnen es heute anstellen, mit den Gegebenheiten in Neu-Ogrinwacht klarzukommen. Genau, falls euch das Abenteuer übrigens, falls ihr das kennt, Träume von Tod, ich habe das sehr, sehr stark abgeändert. Das heißt, wundert euch nicht, dass wir schon in der Ostrabenmark sind. Das eigentliche Abenteuer beginnt eigentlich in der Westrabenmark, aber wir spielen ein bisschen anders. Gut, dann gehen wir jetzt gleich in Medias Res und nochmal die Erinnerung an euch und an den Chat. Auch an Wolfi642, hallo. Der ist so ein bisschen untergegangen zwischen dem Tengil und dem Kakko, der eben direkt mal Huhu gesagt hat, hallo. Ja, also für die gerade neu reingejoint sind, wundert euch nicht, wir können gleich nicht unbedingt auf eure Chat-Kommentare eingehen. Hält euch aber nicht ab, natürlich trotzdem miteinander zu quatschen oder so. Okay. Noch irgendwas von euch anzumerken, was ich vergessen habe beim Zusammenfassen? Sehr großes Kopfschütteln. Dann legen wir los. Die Ostrabenmark, 1037 nach Bosporans Fall. Es ist Winter. Es liegt zwar noch kein Schnee, kein richtiger. Vor ein paar Tagen hat es mal geschneit, aber jetzt nicht. Jetzt regnet es. Es ist kalt draußen. Der Regen prasselt auf die Dächer und auf die ungeraden Wege. Bildet
ja, einen schlammigen Untergrund, dem jedes Vorankommen zur Qual werden könnte, wenn man nicht genau weiß, wo man hintritt. Alle sind froh, wenn sie drinnen sein können oder eine Überdachung haben. Nicht nur der Regen, sondern auch der leichte Wind, der geht aus Firun. Kalt. Und wenn man länger draußen war im Regen, stark an den Kräften zehrend, da ist man froh, wenn man etwas Warmes zu trinken bekommen kann. Und so ist auch die gute Xamunde, die alte Frau, der die Scheune gegenüber von Oskos Krämerladen gehört, froh, von Mora und Osko auf einen Grog eingeladen worden zu sein, auf einen dampfenden, heißen Grog. Osko macht den besten Grog in der Umgebung, so heißt es. Eigentlich sollte sie Wache stehen vor ihrer Scheune. Sie wurde gut dafür bezahlt. Aber der Regen, die Kälte, Moras Überredungskunst und Oskos heißer Grog, wer kann dem schon widerstehen? Und so sitzt die gute alte Frau ein bisschen nach vorne gebeugt über den Tisch, atmet tief den Geruch des würzigen Getränks ein, hält sich an dem Becher fest, spürt, wie die Wärme durch die Finger in die Arme dringt. Ja, das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Danke, Osko. Oh, nicht dafür. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Nein, überhaupt gar nicht. Alles perfekt. Perfekt, perfekt. Ich sag ja, der vom oberen Regal, das ist der Beste. Der hilft wirklich gegen alles. Ja, sogar ging. Ich merke sofort, wie meine Glieder etwas mehr lebendig werden. Im Sauwetter da draußen macht man sich's besser ein wenig gemütlich und warm. Ja. Die dunkle Mutter wird's schon richten, dass wir einen milden Winter kriegen. Na sicher. Für die Zwischenzeit. Willst du auch noch was essen? Oh, ich habe eigentlich schon zu Hause gegessen, aber wenn ihr mir irgendetwas anbieten könnt. Aber natürlich. Osko dreht sich zu dem Regal hinter sich, schaut sich dann einmal kurz um. Ich habe noch etwas Eintopf. Kleinen Moment. Den solltet ihr probieren. Sein Eintopf ist hervorragend. Gerade wenn er ein bisschen länger auf dem Herd gestanden hat und schon etwas gezogen hat. Ja. Das lohnt sich. Nicht zu viel. Ich will ja auf meine Linie achten. Natürlich. Außerdem bin ich eigentlich schon ziemlich satt. Und der Grog macht ja, aber für den Geschmack kann ich gerne noch so ein, zwei Löffel bestimmt davon essen. Na also. Ich schenke ihr aus dem Krug noch ein wenig nach in ihren Becher. Mora, habt Kindchen, hast du ihm die Töften verkauft, die er, ich weiß gar nicht, wo der die immer herkriegt? Ach doch, einen ganzen Sack habe ich ihm voll mitgebracht, da sollte er genug Eintopf haben. Sehr gut, ja. Gut, dass immer so viele Händler hier vorbeikommen. Ja, ein Glück. Und ich meine, dann gibt es jetzt, wo ihr beide, also du und dieser Tucher, ihr seid. Gibt es jetzt bestimmt ganz viel zu essen die nächsten Tage und Wochen. Das gute Zeug. Wenn er was Ordentliches mitgebracht hat, ich weiß gar nicht, wo der das wohl herbekommt. Ich auch nicht. Geschäftsgeheimnis bestimmt. Genau. Sicher. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch noch nie nachgefragt. Es ist mir auch egal. Wenn ich etwas jünger wäre, würde ich vielleicht auch noch irgendwo anders hinziehen und gucken, irgendwo, wo es öfters Töften gibt. Die guten, nicht diese anderen da, die der
die Bauers anbauen. Die sind immer so klein und mehlig. Ja, ja. Gut. Schlecht. Der Regen, der hört gar nicht mehr auf. Und Mora steht auf, geht nochmal ins Fenster und schaut ein wenig zur Scheune, ob sie da nicht irgendwen sieht. An der Scheune, quer durch den Regen geschaut, hat sich nichts verändert. Ja, ist gut, ist gut. Dann setzt sie sich einfach wieder zur alten Dame. Und wirft aber Osko mal einen fragenden Blick zu. Legt die Stirn kurz in Falten. Osko zieht auch nur kurz einmal die Brauen nach oben und lenkt dann den Blick sofort wieder zur alten Dame. So, hier 2-3 Kellen. Wie du wolltest. Oh, 2-3. Ich sprach von Löffeln. Ihr meint das viel, viel zu gut mit mir. Die große Kelle noch. Ne? Ja, vielleicht kann ich mir den Rest einpacken. Morgen. Auf jeden Fall. Und Osko schiebt dir einen hölzernen Teller zu, wo noch wirklich dampfender Eintopf drin ist, der vielleicht etwas stärker als im Westen bekannt nach Knoblauch riechen könnte oder nach anderen deftigen Gewürzen, die er noch gerade da hatte. Würzig und sehr gute Töften. Genau das will ich hören. Die sind auch teuer genug, muss ich sagen. Also naja. Blickt sich einmal herum. Kann man von hier, ihr könnt doch viel besser jetzt, ihr habt jüngere Augen durch den Regen, ein bisschen auf die Scheune achten, dass da einer einbricht und ich... Natürlich, natürlich. Ich habe ein Auge drauf, macht euch da keine Sorgen. Gut, gut. Wohin wollte der Tucher denn? Zum Tempel. Was war da denn da? Keine Ahnung. Nicht gefragt. Ist das wichtig? Nein, nicht wirklich. Vielleicht will er der dunklen Mutter seine Aufbahrung machen. Dann hoffe ich, dass es was bringt und es weniger Regen gibt. Und Mora nimmt noch mal einen Schluck aus ihrem Becher voller Grog. Aber sie hat schon vor einer ganzen Weile aufgehört, wirklich zu trinken, sondern benetzt nur ihre Lippen und sieht zu, dass die Alte ordentlich betrunken wird. Ja, momentan widmet sie sich viel lieber dem Eintopf statt dem Grog, aber ja. Osko wird wissen, dass die Gute doch ordentlich was wegzecht, wenn es sein muss. Die ist halt öfters hier. Osko weiß das ganz genau und genauso wie sie kennt ja auch den Rest des Dorfes schon recht gut, vor allen Dingen die Trinkgewohnheiten und das, was die alle vertragen. Deswegen weiß er, dass man bei Xamunda auf jeden Fall etwas Geduld mitbringen muss und Ausdauer, aber auch gut und gerne zu einem Ergebnis dann kommen kann, was ihm beliebt. Ja, irgendwann werdet ihr durch den Regen stapfend eine Traube von Menschen sehen. Und mehrere Gestalten mit Umhängen, die sie sich über den Kopf ziehen, weil sie durch den Regen laufen. Eine davon deutlich kleiner als die anderen und aber dafür umso breiter. Wahrscheinlich Tucher. Auch wenn man es nicht hundertprozentig ausmachen kann unter den Umhängen. Ja, Osko wendet sich zu einem Fenster, der ist dann zur Straße zeigt und sagt er, wer ist denn da draußen? Die alte Traube dreht sich um. Ich muss sofort los. Danke für den Eintopf. Bitte, bitte.
rumpelt der Stuhl, rumpelt ein bisschen nach hinten und sich mit wehendem Umhang läuft sie in den Regen hinaus. Wer sind die? Ich weiß nicht. Ich konnte keinen erkennen. Du? Das eine könnte Tura sein. So klein wie dir das. Vermutlich. Sind die anderen noch in der Scheune? Osko zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht. Ich habe sie nicht verschwinden sehen. Ich konnte sie auch nicht wirklich im Blick behalten. Hoffen wir, dass sie unentdeckt geblieben sind. Aber gut. Willst du noch hierbleiben? Ansonsten würde ich schon mal jetzt, wo die Alte weg ist, ein bisschen weiter packen. Pack du, aber das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wir müssen Elena Bescheid sagen. Die ganze Sache wird hier ziemlich heiß. Ich hoffe, dass sie Finja gefunden hat. Ich meine, wir müssen hier weg. Das sowieso. So schnell wie möglich. Geh sie doch suchen. Wie gesagt, ich muss dringend noch Sachen zusammenpacken, wenn wir aufbrechen wollen demnächst. Gut, dann. Und sie tippt sich nochmal an den Hut und schlingt den Mantel noch ein wenig enger um sich und tritt dann nach draußen in den Regen. Ja, nach draußen gehst, siehst du das hell erleuchtete Innere der Scheune. Das Tor steht jetzt weit offen. Und dann hört man einen wüt um sich schreienden Tucher. Was? Was soll denn da? Solltest doch aufpassen, du alte Schnepfe! Ich hab aufgepasst. Was ist denn passiert? Haben sie alle Töften geklaut? Ja, Mura, die ganze Ware ist gestohlen! Mura geht ein wenig näher ran, aber versucht in eine Seitengasse abzutauchen. Vielleicht kann sie noch ein paar Wortfetzen auffangen. Ja. Also der ist die ganze Zeit am Zetern und am Schimpfen. Und irgendwann hörst du die beruhigende Stimme von jemanden, den auch du für tot gehalten hast, nämlich Rota hier, die Nekromantin. Beruhige dich. Es ist ein kleines Dorf. Wir können, wenn jemand deine Waren gestohlen hat, müssen sie ja irgendwo sein. Und sie können auch nicht weit weg sein. Vielleicht sagst du uns, was du denn, nach was wir suchen sollen. Nicht hier. Das ist ein Geschäftsgeheimnis. Natürlich. Daraufhin stapfen einige vermummte Gestalten, also mit der Kapuze wieder so durch den Regen an dir vorbei. Ja, Mora versucht sich dann in die Gasse wegzuducken und nicht stehen zu bleiben. Sie will nicht hier gesehen werden, schon gar nicht von Tucher oder sonst irgendwem. Und überlegt hin und her, naja, Astanio oder bei Elena. Und dann wird sie einfach mal den Weg zu Astanio einschlagen. Irgendwo müssen die beiden sein. Ja, währenddessen im Haus von Astanio Jandrik, Elena mit ihrer... Ne, Elena war nicht da, aber Astanio und Jandrik sind auch da. Oder? Auch nicht. Ja, dann sagt mir doch, wo ihr seid. Keine Ahnung. Elena ist mit Jandrik über den Platz unterwegs zur Schmiede, um dem Jandrik endlich mal ein Schwert zu besorgen. Das heißt, die laufen gerade über den Platz. Ach so. Ja. Astanio ist alleine mit den Kindern in seinem Haus. So, wo willst du jetzt hin? Ja, dann bleiben wir im Haus. Astanio ist mit den beiden Kindern im Haus.
Ja, mit den beiden sich bewegenden und agierenden Kindern. Ihr haltet mich ganz schön auf Trab. Ist das euer, wisst ihr das? Fenja meint, tut mir leid. Tut dir leid, ja, es tut dir leid. Und Asalium wird hektisch in der Küche auf und ab gehen und sich an den am Kopf kratzen und versuchen, Sachen in den Sack zu packen, die Sachen wieder aus dem Sack rauszuschmeißen, die braucht er nicht. Dann wieder was rein und ist komplett hektisch und kommt zerstreut und so kennt man ihn eigentlich nicht. Samantha sagt, sie möchte nach Hause zu ihren Eltern. Das wird, nein, das geht nicht. Warum? Nein. Das geht einfach nicht. Du musst nicht immer alles wissen. Doch. Nein. Auch wenn die deine Mutter das sagt, aber nein, du musst nicht immer alles wissen. Du bist immer noch ein Kind. Gar nicht. Bin schon voll alt. Und das Tanja wird vor ihr stehen bleiben. Das ist alt! Und wird dann weitermachen. Das ist uralt. Elena, was ist das? Soll man nicht im Alter eigentlich weise werden? Das hast du noch sehr, 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 sehr weit vor dir. Beiden Mädchen stecken wieder die Köpfe zusammen. Samantha meint, du kannst sie nicht aufhalten. Ach, da wäre ich mir nicht so sicher, meine Lieben. Stecken wieder die Köpfe zusammen. Wir sind zu zweit, du alleine. Männer dürfen Frauen nicht festhalten. Mama gesagt. Und manchmal tun Leute auch etwas, was sie nicht dürfen, um Schlimmeres zu vermeiden. Was für Schlimmeres? Bring mich nicht in Versuchung. Das ist keine Antwort. Wie gesagt, du musst nicht alles wissen. Doch, muss ich. Nein. Doch. Fenja. Ich rede mit deiner Mutter und du bekommst dein Schwert erst, wenn du 18 bist. Wenn du jetzt nicht sofort still bist, dich hier hinten in die Ecke setzt und keine Mucks mehr von dir gibst. Ich sag dir, dass du mich angebrüllt hast. Du willst unbedingt das Schwert nicht bekommen, richtig? Ha! Das werden wir ja sehen. Ich werde es früher kriegen, weil ich dir die Stirn geboten habe. Okay, die Zahl hat sich auf 20 erhöht. Als ob du das entscheiden würdest. Du bist nicht mein Papa. Und das Tadio verzieht ein bisschen das Gesicht. Währenddessen auf dem Weg zur Schmiede. Kurz vor der Schmiede. Ja, Elena ist recht schnell gegangen, wird dann jetzt etwas langsamer werden. Schaut sich um. Sind Leute in der Nähe oder sind wir noch allein? Durch den Regen ist so gut wie niemand auf der Straße. Ja. Nicht niemand, außer euch. Gerade. Sie wenden sich an Jendrik. Ist es für eine gute Idee, mit den Kindern aufzubrechen? Wenn wir die Kinder erst in ein Dorf bringen, das nächste Dorf ist auch 1,5 Tagesreisen entfernt. Sind wir eine bessere Idee. Woche verlieren. Wir könnten sie bei meiner Freundin bei Jette unterbringen, im Haus, wo ich wohne. 5 Kinder. 4. Oder 4. 3 davon Flüchtlinge, das 4. eine Mörderin. Ja.
Wir haben keine Wahl, so wie ich das sehe. Wir können keine Kinder hier zurücklassen. Ja. Und mal keine, die von diesen Wahnsinnigen hier als, was weiß ich, Ware betrachtet werden. Was sollen wir tun? Ja, das ist das Einzige, was dafür spricht, zu gehen. Aber ich bin davon nicht begeistert. Glaub nicht. Ich fände das eine gute Idee. Mhm. Ich habe eine Mission. Ich habe eine wichtige Mission. Ja, genau deswegen. Und eigentlich müssten wir längst unterwegs sein. Das alles hier hält uns nur sinnlos auf. Ja, leider. Gut, da wären wir. Hältst du mal gerade die Laterne, dann schließe ich auf. Er nimmt die Laterne. Lena schließt die Tür, schließt es auf, zieht die Tür auf zur Schmiede. Geh schon mal rein und dann wird sie reingehen und drin auch den Riegel wieder vorschieben. Kein Schloss, aber einen Riegel vorschieben. So, du siehst drin so schimmert der Amboss schimmert und im Hintergrund ein bisschen die Esse. Aber die ist keine Glut mehr drin. Da hinten rüber müssen wir und sie führt dich ins hintere Ende von dem Raum. Zieht einen weiteren Schlüssel, schließt eine Kammer auf. Dann betritt sie mit dir die Kammer. Da drin siehst du dann Regale links und rechts. Auf der einen Seite liegen zwei rostige Schwerter, auf der anderen Seite liegen zwei blanke Schwerter, stumpf. Und weiter oben noch irgendwas, was einen eingeschlagen ist. Willkommen in meiner Waffenkammer, aber das ist nicht die Waffenkammer. Sie geht ich wollte schon was sagen. Ja, das sind hier Trainingswaffen und Waffen, die bearbeitet werden müssen. Ja, sie geht dann weiter zur hinteren Wand und irgendwas macht sie, das siehst du nicht ganz genau, weil sie auch sich da ein bisschen vorstellt. Dann geht hinten auch dann die Tür gleitet zur Seite. Dann ist einer noch mal ein kleiner Kabuff, der ungefähr halb so groß ist wie das, was jetzt in dem Raum, in dem wir vorher standen, der schmale Raum. Komm her, was willst du? Ein Halbhänder oder Kurzschwert? Einhänder? Schaut sich um. Da liegt nichts offen. Da steht eine Kiste mit Schloss. Einhänder oder eineinhalb. Beides ist mir recht. Du hast die Wahl. Streck mal deinen Arm aus. Ja, tut wie die heißen. Ja. Okay, ich gebe dir einfach mal beide. Sie kniet sich hin, schließt unten die Truhe auf. Da liegen ja dann noch drei Schwerter drin und noch eine Axt. Ja, komm mal her, zieh die Tür hinter dir zu. Das macht er. Gut, und dann bitte sehr. Such dir eine aus. Viel ist es nicht, aber gepflegt sind sie. Schaut die Waffen an. Wiegt jede in der Hand, bewegt sie ein bisschen. Im Raum wird er nicht richtig schwingen können, aber so weit es sich richtig anfühlt, dann wählt er eine kürzere Waffe, die nicht die besonders schlicht wirkt. Etwas, was nicht sonderlich auffällt, ein kurzes Schwert. Ja, die Waffen sind alle nicht sonderlich auffällig. Gut, gute Wahl. Dann mache ich die Kiste wieder zu. Leider. Sie dreht sich rum. Guck mal hier, die greift nach oben. Guck mal hier, die Schwertscheide mit dem Gürtel müsste passen. Ich glaube, es passt nicht ganz, könnte ein bisschen zu lang sein. Hier ist halt alles ein bisschen improvisiert. Schließt sie die Kiste auch wieder zu. Ich nehme, was ich kriegen kann. Er nimmt die Scheide und passt. Steckt das Schwert hinein. Ein bisschen sieht doch gut lang. Aus. Aber es passt, ja. Ja. Ich glaube, der Anderthalbhänder hätte nicht reingepasst. Nun müssen wir zurück. Ja. Wir müssen die anderen finden. Hallo? Jemand da? Lass uns gerade rausgehen, ja. Bleib du am besten hinten, hier in der vorderen Waffenkammer. Machen die Tür wieder zu. Komme! Jendrik stellt sich in einen Aufmachen! Ja, dann geht die Lena nach vorne und zieht den Riegel vor, zieht die Türenspalt auf. Ja, die Laterne auch mitgenommen. Ja. Ah, Elena, wo ist deine Tochter? Worum geht's? Wir sollen sie suchen und zum Tempel bringen. Sie ist zu Hause, aber ich möchte das gerne ohne sie klären. Ich habe sie gefunden, ich weiß, was los ist, ich werde für sie sprechen. Mein Auftrag ist, sie zum Tempel zu bringen.
Wo ist sie? Zu Hause, hier. Ich kläre das. Wir gehen jetzt zum Tempel. Die Priesterin sagt, dass sie zum Tempel kommen soll. Ich kläre das mit ihr. Ich habe gesehen, Rothair ist auch da. Wir regeln das schon. Rothair ist tot. War tot. Wer steht da eigentlich vor mir? Das ist einer der jungen Männer, die sowas ähnliches wie Dorfschläger oder Büttel oder sowas sind. Ja. Ein Trupp Büttel oder sowas wie Recht und Gesetz gibt es eigentlich bei euch nicht. Nur halt mehr oder weniger Schläger, die halt auf jedes Wort der Dothagunitot-Priesterin hören, weil die halt das Sagen hat. Ja, gut, ich komme mit. Tritt Elena raus, zieht die Scheune nur zu, guckt, dass er, wenn er halt schon ein paar Schritte vorgegangen ist, lässt das Schloss aber runter, weil Jandrik ist ja noch drin, und geht dann mit ihm. Lasst uns zum Tempel gehen. Jetzt ohne die Kleine? Ohne meine Tochter, ich kläre das. Ich bin für sie verantwortlich. Na gut, du hältst den Kopf hin. Besser ich als meine Tochter. Sie ist nur ein Kind. Dann gehen wir jetzt da lang. Ich kenne den Weg, danke. Ja, Elena wird sehr aufrecht dann Richtung Tempel gehen. Hendrik hört einige schlurfende Schritte, die sich entfernen. Er wartet noch eine Weile. Dann schaut er kurz das hinaus, schaut, ob ihn jemand sieht. Also wirklich offiziell ist er noch nicht so wirklich in dem Dorf angekommen und will das eigentlich auch so belassen, fürs Erste. Und deswegen schleicht er hinaus, bleibt weiter in den Schatten, und er hat es jetzt auf den Krämerladen abgesehen. Er will zu Osko und Mora. Du hast dich gerade umgewandt in die Richtung, wo der Krämerladen ist, als zwei Gestalten über die Straße laufen und dir dir entgegen. Was sind das für Gestalten? Eine etwas, alle wieder mit Umhängen über den Kopf, schwer auszumachen. Wahrscheinlich zwei Männer. Und wo wollen die hin? Die kommen die Straße durch, aber versuchen relativ schnell zu laufen, was auf dem matschigen Untergrund relativ schlecht ist. Ich stelle sicher, dass die Schmiede zu ist, dann verschwinde ich in den Schatten. Ich will nicht, dass sie mich sehen. Ich warte, bis sie vorbei sind und will trotzdem weiter zu Mora und Osko. Als sie an dir vorbeilaufen, siehst du, dass die eine von den Gestalten etwas ungelenk geht. Die andere ist etwas füllig und kleiner. Und dann gehen sie irgendwann an dir vorbei und biegen in eine Seitengasse ab. Dann gehe ich weiter. Dann wirst du wahrscheinlich irgendwann die Aufmerksamkeit von Mora oder umgekehrt haben. Entweder, wenn ihr euch beide ja in den Schatten bewegt, werdet ihr wahrscheinlich einen und denselben Weg irgendwie einschlagen, weil beide in den Schatten euch begegnen. Wahrscheinlich merke ich irgendwann, dass jemand mir folgt. Wir kommen wahrscheinlich von verschiedenen Seiten aus den Schatten auf uns zu und vielleicht prallen wir ja so fast gegeneinander. Versucht euch hinter dem gleichen Fass zu verstecken, oder? Genau, sowas. Und ich bin gerade dabei, hinter das Fass zu huschen und rempel dann gegen dich. Ich habe schon meine Waffe meine Hand an der Waffe, dann sieht Jandrik dich. Was machst du denn hier? Ich wollte zu dir. Zu mir? Zu dir und Osko. Komm mit. Ich bin auf dem Weg zu Astanio. Das ist wichtiger. Nein, nein, nein. Wir müssen Osko einsammeln. Wir müssen hier weg. Ja, das sagen alle. Richtig. Was ist mit Elena?
Sie ist gerade auf dem Weg zum Tempel. Wir werden sie wahrscheinlich befreien müssen. Ich nehme an, sie werden sie hinrichten oder sowas. Pass auf. Ich habe keine Zeit für große Erklärungen. Die Sache ist die. Wir müssen hier weg. Und zwar alle so schnell wie möglich. Wir brauchen einen Wagen, weil wir haben 5 Kinder. Und wir müssen diesen verrückten Zauberer dazu kriegen, dass er aufhört, hier rumzubrüllen, dass uns alle entdecken. Hey, Moment. Und deswegen Elena ist es wird jetzt hingerichtet wichtig, und 5 Kinder, wo... Oder 4, da streiten sich die Geister. In jedem Fall habe ich keine Zeit, hier jetzt Romane zu erzählen. Wir müssen los. Du musst Osko holen. Ich kümmere mich um den Zauberer. Oh Gott. Gut, ich gehe zu Osko. Wir bleiben da, bis ihr da auftaucht. Gut. Und dann nichts weg. Hat Osko einen Wagen oder hast du einen Wagen? Ich habe einen Wagen, aber kein Pferd. Dann müssen wir entstehen. Und zwar so schnell wie möglich. Dieser Tura hat doch einen Wagen und ein Pferd. Dann, das ist die Idee. Das dachte ich auch schon. Ich meine, wir haben ihm schon alles geklaut, dann können wir uns ja ihm auch noch den Wagen... Ja, was? Wir haben ihm seine Kinder gestohlen, die er verkaufen wollte, dieser Bastard. Tura will... Was? Ich erzähle alles später. Wir haben keine Zeit für solche Sachen jetzt. Es geht um Leben und Tod. Sag Osko, dass ihr bereit sein müsst, packt alles, was ihr braucht und dann kommen wir zu euch, so schnell es geht. Das wirst du mir noch erklären müssen. Später, so. Ich weiß, später. Und dann dreht Mora sich um und verschwindet wieder. Und Jandrik eilt wieder zu Astania zurück. Ja, bei Astania wird dann irgendwann, du wirst wahrscheinlich klopfen, oder? Oder wirst du einfach... Ja. Klopft es dann hinter dir, Astania? Astania wird stocksteif stehen bleiben in seinen, weil er immer noch die ganze Zeit die Küche auf und abräumt, läuft. Und dann verfällt er wieder in seinen alten Trick. Es tut mir leid, aber ich bin sehr, sehr krank. Ihr wollt hier nicht reinkommen, glaubt mir. Das wollt ihr euch nicht ein. Der oberste Nekromantenrat wartet hier draußen und will mit dir sprechen. Hält uns hier drin gefangen! Hält uns hier drin gefangen! Wenn ja, Klappe! Astania, mach die Tür auf, ich bin's, Jandrik. Ja, komm rein, los! Wir müssen uns ein Zeichen überlegen. Wir müssen uns eindeutig ein Zeichen überlegen. Vor allem müssen wir aufhören, hier so rumzuschreien. Jetzt hör mal zu. Ich habe mit Mora gesprochen und sie sagt Osko Bescheid, wir müssen hier weg. Jelena ist gerade auf dem Weg zum Tempel. Irgendein Wachmann hat sie mitgenommen. Sie wissen das über ihre Tochter. Ich nehme an, sie werden sie köpfen oder sowas. Ich weiß nicht, was ihr hier so macht mit Mördern. Was? In jedem Fall müssen wir handeln. Die Zeit der Diskussionen ist vorbei. Wir müssen diesen Wagen stehlen. Den von diesem Fettsack. Und am besten noch gleich sein Pferd. Und dann nehmen wir jeden und alles, den wir hier kriegen können, den wir hier nicht opfern wollen und hauen hier ab. Und zwar so schnell wie möglich. Verstanden? Astania wird dich umrennen und aus der Tür stürzen. Wo, was? Dann, ich gucke so noch kurz in seine Richtung, dann drehe ich mich um zu den Kindern, die da wahrscheinlich mit großen Augen auf mich gucken. Und ihr habt es gehört, packt. Sage ich zu den Kindern. So, nochmal bitte, ich war gerade abgelenkt. Ja, ich blicke kurz Astania hinterher, dann schüttel ich den Kopf, drehe mich zu den Kindern um, die da wahrscheinlich stehen und uns wahrscheinlich die komplette Diskussion angeschaut haben, kratze mich kurz am Kopf und mein, na gut, dann, ihr habt es gehört, nehme ich an, packt oder so, ich weiß nicht, wir müssen hier weg. Wolltest du noch eine Karte ziehen, Ossi?
Hab schon. Fenja schaut dich mit großen Augen an, Jandrik. Schaut dann zu Astanio rüber. Köpfen? Astanio ist gar nicht mehr da, der ist zum Tempel gerannt. Genau, der ist losgerannt. Bevor du losgelaufen bist. Dann wird Astanio sie völlig ignoriert haben. Einfach komplett. Wenn du dann raus bist, läuft die Kleine los und möchte ebenfalls nach draußen. Welche Kleine jetzt? Fenja. Jandrik hält sie auf. Lass mich los! Was willst du tun? Meiner Mama helfen. Und wie? Weiß ich noch nicht. Wie wär's, wir tun das zusammen? Auf eine vernünftige Weise. Dass nicht noch jemand stirbt. Was hältst du davon? Und wie geht das? Wir müssen etwas stehlen. Und dabei kannst du mir helfen. Das ist Unrecht. Ja, genau. Aber manchmal muss man etwas Unrechtes tun, um etwas Rechtes zu bewirken. Und wir haben wenig Zeit, darüber zu diskutieren. Du Unrecht wirst ist Unrecht. Ja, dann ist es jetzt Unrecht, aber wir haben trotzdem keine Zeit darüber zu diskutieren. Es raubt die Ehre. Aber ich möchtest du, bin, dass ich deine ehrenlos ab ja. Eben. Möchtest du, dass deine Mutter stirbt? Nein. Oder möchtest du sie retten? Wenn du mich nicht aufhalten würdest, hätte ich sie schon längst gerettet. Hättest du nicht und du weißt es. Tief in dir weißt du es. Du magst ein Kind sein, aber du bist nicht dumm. Wir müssen diesen Wagen stehlen. Diesen Wagen von diesem Verbrecher, der die Kleinen da entführt hat, den brauchen wir. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Was soll ich denn machen? Wir müssen schauen, wie die Situation ist. Und dann musst du möglicherweise jemanden ablenken. Ich weiß es noch nicht so genau. Man muss improvisieren, wenn man eine Heldentat begehen will. Bist du dabei? Was denn jetzt, stehlen oder Heldentat? Das ist in dem Fall dasselbe. Er grinst. Ich glaub dir nicht. Dann tritt Jandrik zur Seite. Dann geh und stirb. Er läuft an dir vorbei und geht raus. Jandrik, schau zu den anderen. Schaut, das, ob die drei Kinder noch schlafen. Schlafen noch, ja. Und das kleine Mädchen mit dem merkwürdigen Blick und den weißen Haaren kommt jetzt langsam auf dich zugeschlurft. Schaut dich willst dann an. Willst du mir helfen? Jandrik schüttelt den Kopf. Dir ist nicht mehr zu helfen. Mag sein, ja. Mag sein. Dann tritt auch Jandrik mich schon. Jandrik nickt. Dann geht auch er. Wo läuft denn Astanio jetzt genau lang? Astanio wird direkt auf den Tempel zurennen. Gerade. Ja. Irgendwann erreichst du den Tempel auch. Türen sind natürlich geschlossen. Man sieht aber Licht hinter den bunten Gläserfenstern. Dann wird Astanio geht an die Tür und fängt erst einmal an zu lauschen, ob er irgendwas hören kann. Du hörst von drinnen Stimmen. Die eine Stimme gehört einem der Büttel.
Die andere Stimme gehört Garere, der Targunitot-Priesterin. Und die letzte Stimme gehört Ilena. Sie hat gesagt, dass sie das klärt. Wo ist das Kind? Sie hat gesagt, die klärt das. Ich war Elena, du hast gesagt, du klärst das. Ja, habe ich gesagt. Sie ist meine Tochter. Was ist der Vorwurf? Das möchte ich erst wissen, bevor ich meine Tochter herhole. Wer sagt, dass es einen Vorwurf gibt? Warum möchtet ihr, dann frage ich anders, warum möchtet ihr meine Tochter sehen? Eine Zeugenaussage. Ich habe mit ihr gesprochen, ich kann das auch für sie wiederholen. Das ist immer ungewöhnlich. Na cool, das kann ich gucken, dass ich sie holen gehe. Ich bitte darum. Ihr habt ein Gebetzeit. Eilt euch. Ich werde eilen. Die Lena dreht sich auf den Punkt um, beachtet den Büttel keines Blicks. Wenn er sich hier wenn er irgendwie im Weg steht, wird sie ihn anrempeln, ziemlich unsanft. Geht gerade und aufrecht zur Tür vom Tempel. Wahrscheinlich dann. Also Daniel hört noch die Garre zu dem Büttel sprechen. Wenn sie nicht wieder hier ist, wenn ich geendet habe, tötet sie beide. Ja, also da Astanio wird von diesen Worten so weit erstarrt sein und die Augen aufreißen, dass Elena ihn wahrscheinlich fast umrennt, als sie die Tür aufmacht. Ja. Oh! Astanio! Hey, ist meine Tochter noch bei dir? Was? Elena geht dann rüber Richtung Astanios Haus. Astanio wird ihr einfach komplett verständnislos hinterherblicken. Habe ich das, sie tötet sie beide auch gehört oder war das zu leise? Müsstest du auch gehört haben. Ja, das hat sie dann halt konnte ignoriert. Ich war gerade dabei, und das habe ich schon so auf seine Hände. Schüttelt den Kopf und läuft Elena hinterher. Ja. Wir müssen weg. Jetzt. Gut. Dann haben wir jetzt die Chance. Kommst du? Ja, ich komme mit. Das ist alles viel zu viel für Astanio gerade. Während Osko Sachen einpackt und auspackt und wieder einpackt, hörst du Geklapper an der Fronttür. Osko dreht sich zur Tür, stopft dann den Rest eines in Tuch gewickelten Strangs von Knoblauch in seinen Rucksack, den er dann hinter der Theke verstaut und geht dann zur Fronttür. Und hört einmal ganz kurz. Osko! Da steht Fenja vor der Tür. Ich mach die Tür auf. Ist Mora noch da? Nein, die ist weg. Mist. Was gibt's denn? Hast du irgendwie was, so ein Knüppel oder sowas? Knüppel? Mhm. Oder ein Küchenmesser? Du hast ein Küchenmesser, ich weiß, wo die sind. Geh mal weg. Osko, stopp. Ich nehme das im Weg, ich muss meine Mutter befreien. Wie deine Mutter befreien? Sagt der komische... Bitte! kleinen Moment. Er packt sie mit seiner rechten Hand an der Schulter, also nicht feste, aber er hält sie fest, macht die Tür zu und dreht die Regel erstmal um. Der Fremde hat gesagt, sie wird geköpft, jetzt dann müssen wir uns beeilen. Ich brauche eine Waffe. Fenja, was glaubst du denn, was passieren wird, wenn du da mit einem Messer auftauchst? Und kannst du mir nochmal erklären? Befrei meine Mutter. Das ist, wenn alles gut läuft, Kind. Wenn die Büttel sind eh alle betrunken. Viel schneller als die. Und trotzdem doppelt so groß wie du und doppelt so schwer.
Finja, warte hier einen Moment. Erklär mir nochmal genau, was ist denn passiert und warum? Der Fremde hat gesagt, dass meine Mutter geköpft wird und deswegen brauche ich jetzt das Küchenmesser. Das kann der Fremde doch gar nicht entscheiden. Lass mich doch mal vorbei. Das kann der Fremde doch gar nicht alleine entscheiden. Was ist denn... Kind, warte, nein. Du kriegst kein Messer. Außerdem will er eine ehrlose Tat begehen und klauen. Der ist nicht gut, der klaut. Was will er denn klauen? Später erst das Messer. Nein, zuerst erzählst du mir, was er klauen möchte. Siehst du, so das nicht. Du möchtest wissen, was er gesagt hat oder was er klauen möchte. Ich will das Messer. Wir machen einen Dein Anliegen ist dringender, Kind. Damit kommst du gar nicht durch. Ich krieg schon irgendwo anders was her. Dreht sich rum und wieder raus. Fenja, bleib hier. Nein. Denk doch erstmal drüber nach. Ich habe schon genug darüber nachgedacht. Das glaube ich nicht. Warte hier einen Moment. Fenja. Kannst du mir nicht helfen, meine Mutter zu retten? Das können wir machen, aber wir sind beide, wir werden dir nicht helfen, wenn wir jetzt schnell, hol zwei Messer und dann gehen wir dahin. Nein. Fenja, wo ist der Fremde? Weiß ich nicht. Fenja, wir beide werden nichts ausrichten können. Hast du eine Ahnung, wo er hin ist? Ist ja nur feige. Wenn du das so sehen willst, wie auch immer. Hast du eine Ahnung, wo er hin ist? Beantworte meine Frage. Nein. Sollen wir ihn finden? Oder Astanio? Oder Mora eigentlich? Astanio ist, glaube ich, schon vor. Der hilft uns bestimmt. Ja. Und der ist uralt. Ja. Uralt, auf jeden Fall. Aber immerhin noch kräftig. Ich kann dich jetzt nicht da hingehen lassen mit einem Messer. Das funktioniert so nicht. Wir müssen die anderen holen. Erst einmal. Alleine tun wir da gar nichts. Welche anderen? Mora vielleicht noch. Ich glaube, sie wollte. Nein, ich glaube, sie wollte auch zu Astanio. Mora hat bestimmt einen Dolch oder sowas. Wenn ja, Schluss. Die gibt mir bestimmt was. Die ist nicht so blöd wie ihr alle anderen. Frauen verstehen sich viel besser. Das mag sein. Und trotzdem kriegst du kein Messer von mir. Dann von Mora. Wo ist sie? Wenn ja, bleib hier. Bleib erstmal hier und such jetzt nicht nach ihr. Vielleicht. Ich wollte mich alle davon abhalten, dass ich meiner Mutter helfe. Weil du dadurch nur selber in Gefahr kommst, Kind. Ist mir egal. Deiner Mutter aber nicht. Das hast du nicht zu entscheiden. Nein, das habe ich auch nicht. Aber ich weiß, dass sie so entscheiden wird. Kannst du nicht wissen. Nein, da hast du recht, kann man nicht wissen. Ich glaube es aber zu wissen. Jetzt mach schneller. Ich starr sie an. Du kriegst von mir kein Messer. Geh lieber und such Mora. Oder Astanio. Oder besser den Fremden noch. Wo ist sie denn? Zuck mir den Schultern. Vielleicht auf dem Weg zu Astanio. Dann gehe ich zurück zu Astanios Haus und nehme mir irgendeine Waffe von da, wenn es ein Holzschwert ist. Denk doch lieber. Angst vielleicht. Osko steht immer noch wie angewurzelt auf dem Fleck und schaut dann hinter sich in die Regale, die er eigentlich noch abklappern wollte, und schaut dann der Kleine hinterher. Warte. Ich komme mit. Dann legt er sich Nimm ein paar Messer mit. Osko lässt das unkommentiert, legt sich eine lederne Tasche um die Schulter, hängt sich eine kleine Sichel an seinen Gürtel und dann geht er nach draußen. So, jetzt leise. So, zu Astanio, komm. Aus den Schatten wird Mora erkennen, wie Osko mit Fenja aus dem Laden tritt. Sie schaut sich das kurz an und
versucht dann, sich hier so zu positionieren, dass die beiden mehr oder weniger in sie laufen. Gibt sich zu erkennen. Ach, was macht ihr denn hier auf der Straße? Mora, sehr schön, sehr schön. Götter. Endlich jemand, der mir helfen will. Du wirst mir bestimmt helfen, nicht wahr? Vielleicht. Wie? Aber ich war eigentlich gerade auf dem Weg zu euch beiden und... Hat deine Mutter nicht nach dir gesucht, Fenner? Müssen meine Mutter befreien, sie wollen sie köpfen, sagt der Fremde. Was? Köpfen? Nein. Moment, bevor hier wieder irgendwer wie ein wildes Huhn über die Straße läuft. Wo warst du die ganze Zeit? Auf dem Dach? Auf dem Dach, okay. Hat deine Mutter dich gefunden? Ja. Und warum bist du jetzt nicht bei ihr? Weil sie mit dem Fremden weggegangen ist. Und dann kam er wieder und sagte, dass sie geköpft wird. Und jetzt will ich sie retten. Mora blickt fragend zu Osko. Wovon spricht sie? Könnt ihr euch vielleicht beeilen? Hast du irgendwie Messer oder so, Mora? Natürlich habe ich Messer. Kriege ich eins? Nein. Ach Mann! Fenja. Und Osko probiert, seine Stimme deutlich zu senken, Lautstärke. Fenja, wenn du alleine da reingehst, werden sie dich auch schnappen und auch hinrichten. Wir sind zu dritt. Ja, und du weißt, wie gut ich kämpfe. 2,5. Ja. Danke. Bei. Und Osko. Deswegen, Fenja, das funktioniert nicht. Wir müssen die anderen finden. Astano. Ich habe Jandrik getroffen. Er ist auf dem Weg hierhin. Wir müssen packen. Sag ich doch. Ich. Fenja, wie gesagt, ich verstehe, was das. Sie schnappen lassen? Ich weiß es auch nicht. Ich habe gerade alles zusammengepackt. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe das auch gerade eben erst zuerst gehört. Fenja, gib uns einen Moment. Komm mit. Jendrik erwartet uns bei Osko im Laden. Und da werden wir warten, bis sie kommt. Nein! Ja, helf meiner Mama. Wir werden ihr helfen. Jetzt. Aber es ist sicherer, wenn wir wissen, was wir tun und nicht blindlings etwas tun. Eine Rettungsaktion muss gut geplant sein, glaub mir. Und vor allen Dingen schnell sein. Schnell genug. Das ist die einzige Prämisse. Der Fremde wollte eh nicht, dass ich meiner Mama helfe. Du wirst ihr helfen. Aber vielleicht auf eine andere Weise, wie du es jetzt denkst. Gehen wir noch kurz rein. Warten auf Jandrik oder Astanio. Ja, kommt. Schnell, sonst wären wir hier gesehen. Denn du, junge Dame, bist hier ziemlich gesucht. Und ich nehme sie an die Hand, pack fest zu und ziehe sie mit mir bis zu Osko in den Laden. Jandrik versucht, möglichst schnell durch die Schatten voranzukommen, muss aber immer wieder warten, weil Leute am Fenster stehen, nach draußen schauen. Auf jeden Fall sind auf jeden jetzt auch mehrere Gestalten auf den Straßen unterwegs mit Laternen und sichtbar getragenen Waffen. Jandrik kauert hinter einem Fass wieder, erwartet er. Das alles läuft nicht ansatzweise so, wie er das gerne hätte. Er versteht diese Leute nicht, diese Menschen. Wir müssen zielgerichtet handeln jetzt, aber wie soll man das mit all diesen Kindern? Ja, halt nochmal Ausschau. Wie weit ist der vom Tempel jetzt weg? Der Tempel ist ungefähr genauso weit weg wie die Scheune. Es ist bis genau zwischen den beiden. Alleine. Und wie weit ist das, ist Oskos Gaststube weg? Das ist ja gegenüber von der Scheune, von daher gleiche. Dann geht er in die Richtung.
Er entscheidet sich erst, zu Osgood zu gehen, weil alleine, ganz alleine, wird er sicherlich keinen Wagen holen können. Jandrik hört ein Krächzen eines schwarzen Vogels, der auf dem Nachbardach sitzt und mit den Flügeln schlägt und dich anzuschauen scheint. Du wieder. Dann hörst du mich aus? Dann hörst du Pferdegetrappel. Das durch den tiefen Schlamm bahnt sich ein Pferd mit Reiter den Weg. Ich bleibe in den Schatten, ich warte. Er wartet, er schaut. Vor dem Haus, in dem dessen Schatten du dich reingekauert hast, hinter dem Fass, hält ein Reiter. Schwarz vermummt, schwarzes Pferd, schwarzer Sattel. Der Regen scheint ihm irgendwie nichts auszumachen. Er trägt keine sichtbare Kapuze, die gegen den Regen schützen würde, sondern eher einen Helm oder wie auch immer man das nennen kann, als seine Rüstung. Er trägt eine Rüstung, ist geschwärzt. Er steigt vom Pferd, schaut in deine Richtung. Als wüsste er, dass da jemand hinter dem Fass ist. Schaut lange in diese Richtung. Meine Hand umklammert den Schwertgriff. Ich warte. Dann klopft er auf die Seite des Pferdes und bewegt sich außerhalb deines Sichtfeldes. Hendrik seufzt. Kra, kra, kra. Ja, ist ja gut. Dann eilt er weiter. An dem Pferd vorbei. Wenn der weg ist. Mhm. Das Pferd ist ein austrainiertes, starkes Pferd. Ich will einen Bogen um das Pferd machen. Du legst einen Bogen um das Pferd. Du lässt es hinter dir. Erstmal. Und erreichst. Obwohl, ich bleib dann kurz stehen. Dreh mich nochmal um. Nüstern heben und senken sich. Gutes Pferd. Aber ein trainiertes Pferd. Jandrik. Braucht ihr ein Pferd? Kommt es von hinter dir? Die Hand an die Waffe drehe ich mich langsam um. Im Eingang des Hauses, ein paar Schritt von dir entfernt, steht der Gerüstete. Ach, plötzlich. Also, auf den hatte ich eigentlich geachtet, dass er weg ist. Genau, er war eigentlich weg. Dann hattest du dich zum Pferd umgedreht und auf einmal steht er da. Es wäre immer schon da gestanden. Würdet ihr es verkaufen? Wofür braucht ihr denn so dringend ein Pferd, dass ihr es in diesem Wetter einem Fremden abkaufen wollt? Zum Reiten. Wie viel Geld habt ihr denn? Was wollt ihr denn? Macht ein paar Ritter auf dich zu und du merkst, dass dir so ein Schauer über den Rücken läuft. Du siehst, wie der Regen auf die Rüstung trommelt. Und du versuchst, ein Gesicht oder ein Auge oder sonst irgendwas durch die Schlitze des Helms zu erkennen, aber da ist nur Schwärze. Nichts zu erkennen. Dann ein kurzes rotes Funkeln. 2 Silbertaler. Hendrik selbst denkt nach, wie viel Geld er noch bei sich hat. Wahrscheinlich nicht mehr viel. Ich denke, 2 Silber wird Jandrik noch zusammenkratzen können. Dann kramt er könnte er Mora oder Osko fragen. Die werden auf jeden Fall 2 Silber haben, denn so viel Geld ist das nicht. Er kramt in seinen Taschen, ob er es noch zusammenbekommt. Und wenn das auch sein letztes ist, dann soll es so sein.
findest mehrere kleine Kupfermünzen, die aber zusammen den Preis ergeben. Er nimmt sie, setzt sie ab. Dann haben wir einen Handel. Dann haben wir einen Handel. Die schwere Panzerhandschuhhand reckt sich in deine Richtung und erfordert das Bündel Geld. Hendrik schaut ihn nochmal an, wundert sich. Es ist ein sehr, sehr gutes Pferd für wenig Geld. Braucht ihr es nicht mehr? Doch, doch. Man darf sich nur mal wundern, dass man auch mal Glück hat, oder nicht? Manchmal hat man Glück. Manchmal Pech. So ist das wohl. Dann tritt er zum Pferd und nimmt Zack. Ohne zu zählen, steckt der Fremde den Beutel an seinen Gürtel. Sein Name ist Schwinge. Hendrik schaut Schwinge an. Ein guter Name. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Mir ebenfalls. Und dann eilt sich Jandrik hier wegzukommen, weil die Sache ist ihm doch nicht so geheuer. Nimmst du das Pferd oder lässt es stehen? Natürlich nimmt er es mit. Er hat es ja gerade gekauft. Dann widmest dich dem Pferd, machst das Zaumzeug ab von dem Holz, wo es festgebunden ist. Und hörst dann wieder den Raben oder den schwarzen Vogel oder eine Krähe oder eine Rabe. So genau kannst du das nicht sagen. Wieder Krähen. Drehst dich kurz zu dem Vieh um und siehst aus dem Augenwinkel noch, die Gestalt in den Schatten verschwindet und quasi mit den Schatten verschmilzt. Bist du ein Dämonenpferd, Schwinge? Frisst du mich irgendwann? Wir werden sehen. Auf, gehen wir los. Und dann treibe ich es sanft an, um zu Oskar zu kommen. Es lässt sich einfach am Zügel führen. Und Mora, Osko und Fenja sehen dann Jandrik mit dem tiefschwarzen Pferd vor dem Hämmerladen halten. Da ist er ja. Und sie geht zur Tür und macht die Tür auf. Schaut die verwundert entgegen, Jandrik. Du sagtest, du hast einen Wagen. Ich habe ein Dämonenpferd. Was? Es ist wahrscheinlich irgendeine Kreatur aus den Niederhöllen, ich weiß es nicht. Ein sonderbarer Kerl ohne Gesicht hat es mir verkauft. Aber wir haben nicht gerade die Möglichkeit, besonders wählerisch zu sein. Er grinst. Ich scherz wohl. Ich hoffe. So. Die Kleine ist mir weggerannt. Sie will ihre Mutter retten. Sie ist bei uns. Hab keine Angst. Die anderen sind noch bei Astanio. Wir müssen sie holen. Ich schlage aber vor. Kannst du mir vielleicht mal erzählen, wer die anderen sind? Okay. Ja, aber drin. Er bindet das Pferd an und huscht hinein. Ich schließe die Tür wieder hinter Jandrik. Er sucht nach Osko. Ist der in der Nähe? Osko steht gerade neben einem der Regale und zieht noch eine letzte Schüssel davor, die er dann in den Rucksack packt. Und, da seid ihr ja ähnlich. Ganz kurz gemacht. Ich habe in der Scheune von dieser verrückten Frau habe ich einen Wagen gefunden mit drei Kindern darin, davon eine Elfe und zwei Kinder, weiß nicht, Menschenkinder. Sie sind bewusstlos oder in irgendeiner Art, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit ihnen los ist. Vielleicht ein Zauber, vielleicht Drogen. Ich kann es nicht sagen. In jedem Fall sind sie jetzt bei Astanio und sie müssen hier weg. Sie werden gesucht. Das Mädchen, die Tochter von Jelena,
wird ebenfalls gesucht. Jelena ist losgegangen, um die Sache zu klären, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze gut ausgeht. Deswegen versuche ich jetzt alles, um uns so schnell wie möglich auf eine Flucht vorbereiten zu können. Ein Pferd habe ich, einen Wagen haben wir. Jetzt müssen wir nur noch die kleine Verrückte dazu bringen, mit uns zu kommen und keine Heldentaten zu begehen den ganzen Tag. Wen nennst du hier verrückt? Dich. Sprach der von Dämonenpferden quatscht. Nein, ich nehme es zurück. Ich nenne dich nicht verrückt. Ich nenne dich ein kleines, verzogenes Balk. Das nenne ich dich. Was? Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Geh aus dem Weg. Ich will Satisfaktion. Bitte. Aber warum schmuggelt Tucher Kinder? Weil er ein Dreckschwein ist, deshalb. Ich würde es gerne aus seinem eigenen Mund hören. Warum? Wir haben keine Zeit, mit jedem verdammten Verbrecher, der in diesem fürchterlichen Land lebt, herumzudiskutieren. Und ihr habt diese Kinder von seinem Wagen gestohlen? Selbstverständlich, was hätte ich machen sollen? Hätte ich sie da liegen lassen sollen, vielleicht. Das macht die Sache nicht besser. Jetzt werden wir alle gesucht. Wir hatten vor, zu fliehen und den Wald zu zerstören. Also ich glaube, wir werden auf kurz oder lang sowieso von jedem gesucht. Ja, aber es stimmt natürlich, es macht die Reise nicht leichter, wenn wir mit 3 bis 4 Kindern unterwegs sind. Die Kleine übrigens. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wir sie mitnehmen. Was sollen wir denn machen? Willst du sie hier lassen? Willst du sie an den Wall bringen? Was wir genau mit den Kindern machen, klären wir dann, wenn wir losgehen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ihr habt es selber gesagt. Und die Kleine, das ist das Problem, die Verrückte. Die, Er meint mich. Nein, die andere Verrückte, Entschuldigung. Die Gruselige, die kleine Gruselige, die hat alles gehört und geht jetzt zu ihren Kindern zu ihren Eltern zurück. Also das wird auch noch ein Problem. Was? Warum habt ihr sie nicht aufgehalten? Weil ich kein verdammter Kindersitter bin. Ich bin ein Krieger, der auf dem Weg ist, die Welt zu retten und habe keine Zeit, den ganzen Tag mit irgendwelchen Kindern zu verbringen und mit denen rumzustreiten. Dann hättet ihr sie da lassen sollen, wo sie waren. Soll ich sie K.O. schlagen oder was? Die macht. Das ganze Dorf hat euch vielleicht gehört. Wo jetzt hier? Stimmt leise. Ich pack den Rest zusammen. Ihr habt es gerade gesagt. Ich bin meinem Wagen. Ich bin das an. Ihr habt es doch gerade gesagt, wir müssen uns jetzt beeilen hier. Und irgendwie Elena da rausbekommen. Tvenja, du bleibst trotzdem erstmal hier. Und hilf mir beim Packen. Komm, du bist kräftig. Kräftigste. Wo wir bei kräftig sind. Wo ist der Alte? Astanio. Keine Ahnung, er ist wie ein verrückter Gockel aus dem Haus gerannt. Ich weiß nicht, wo er hingerannt ist. Ihr habt euch ja unglaublich viel besser im Griff. Wo wir schon bei Gockel sind. Und sie dreht sich, Mora dreht Immerhin sich. Immerhin macht er was. Zu dir kommen wir später. Dein Handeln hat sich sehr in Gefahr gebracht, Fenja. Sehr. So, haben jetzt alle ihre Moralpredigt erhalten? Können wir jetzt handeln? Mora nickt. Ja, lass uns meine Mutter befreien. Erstmal hilfst du mir noch. So, halt den Beutel auf. Muss so viel mitnehmen, wie ich kann. Hm. Osko währenddessen schnappt sich einen Sack und stopft ihn dann, wenn der mir dabei hilft, in die großlederne Tasche rein, den Rucksack. Und hat soweit alles fertig gepackt. Gut. Wo ist dein Karren, Mora? Gleich da drüben ist ein wenig im Schlamm stecken geblieben, aber das kriegen wir hin. Gut. Dann mach den Karren schon mal bereit, dann können wir ihn gleich beladen. Mach ich. Jandrik geht zum Pferd. Ja, Mora geht mit ihm und dann zum Wagen. Gemeinsam spannt ihr das Pferd vor den Wagen, während Elena und Astanio durch den Regen im Matsch stapfen, die Straße entlang. Lena ist dabei auch nicht langsam unterwegs. Sie rennt eigentlich fast mehr über diesen Schlamm, um ja, zu Astanias Haus zu kommen und ihre Tochter zu
zu finden? Schon wieder. Wenn ihr das Haus erreicht, findet ihr es, bis auf die drei schlafenden Kinder, leer vor. Oh, verdammt. Stanio, weißt du, wo die anderen hin sind? Wo ist meine Tochter? Ich hab sie eigentlich bei Jandrik gelassen. Oh, geil. Ich gehe nach Hause und wir treffen uns bei Osko. Ich kann nicht zurück. Ich habe ein Gebet Zeit. Das heißt, in spätestens 5 Momenten sind sie hier und du hast sie gehört. Ich glaube, du hast keine Zeit dafür, mir irgendwas zu packen. Ja. Wir müssen jetzt zu Osko. Ja, dann. Ich gehe zu Osko, du bleibst bei den Kindern. Bleib ich bei den Kindern, gehst du zu Osko? Ich gehe zu Osko. Wenn du auf der Straße rumläufst und sie dich packen können, hier kannst du dich wenigstens noch verstecken und, keine Ahnung, hinter der Wand vorspringen. Als ob die eine Chance gegen mich hätten. Du hörst dich gerade an wie Fenja, meine Liebe. Fenja hört sich an wie... Du kennst mich. Nein! Doch. Elena, jetzt ist... Jetzt ich ist, bleibe nein, ja hier. Ich habe nur gesagt, als ob sie eine Chance gegen mich hätten. Bleibe hier. Unterschätzt nicht die Anzahl von verdammten... Ja, ich weiß. Ich weiß, was du meinst. Kannst du bei Jette vorbei und sagen, sie soll die Kiste aus dem Keller holen? Jette weiß, welche Kiste gemeint ist. Wenn es dir das zu lange dauert, dann nicht. Dann müsste ich in die andere Richtung laufen. Stimmt auch wieder, verdammt. Ja, dann nicht. Och Mann. Verdammt, ja. Hast du hier noch was zu packen? Nein. Ich hab einen Beutel auf... Ja, ich guck, ich suche was zusammen. Ich geh los. Geh. Ja, ist gut. Und das Tanjo geht Richtung Osko. Findest dann Osko, Jandrik und Moa und Fenja und den Wagen mit dem schwarzen Pferd. Woher kommt das Pferd? Das habe ich irgendeinem dunklen Ritter abgekauft. Ja, sie können nicht wählerisch sein, oder? Ich sage dazu gar nichts. Gute Entscheidung. Wie weit seid ihr? Elena ist bei den Kindern. Okay, sie haben sie freigelassen. Das ist gut. Dann wir haben ein Gebetszeit. Wenn wir nicht innerhalb, ich sag mal, in den nächsten 5 Minuten weg sind, haben wir ein riesen Problem. Aber das ist doch gut. Wir sind so weit, oder, Mora? Absolut. Ja. Wir müssen, wenn es irgendwie geht, müssen wir noch an die Kiste in Elenas Haus. Ich weiß persönlich nicht ganz genau, was da drin ist. Ich kann es mir vorstellen, aber es würde wichtig sein, wenn es das ist, was ich denke, was es ist. Ist das auf dem Weg? Nein. Aber wir müssen in diese Richtung, weil wir zu mir müssen, um die Kinder abzuholen. Ja, dann. Los. Gut. Jandrik, du kannst am leisesten von uns allen wahrscheinlich laufen. Geh du zu Elena, klopf an, die alte Frau, die dir aufmacht, wird dir eine Kiste nach oben bringen. Nimm diese Kiste, bring sie zu uns. Er nickt und pusht los. Mora sattelt auf und genau, setzt sich auf den Lenkschemel. Sanja wird sich neben Mora fallen lassen und ist sichtlich fertig mit seinem Leben. Ja, Mora winkt noch Osko und Fenja heran. So, Fenja, hinten auf den Wagen jetzt. Dann gehen wir los. Ah, Sanja, ihr seid eigentlich auch hier. Gut. In dem Moment hieft Osko gerade noch einen kleinen Sack oben auf den Karren, der nass ist, komplett. Und dann wird er auch vorne nach vorne gehen zu den beiden. Gut. Sind wir jetzt nämlich so weit? Dann Hossa. Und sie treibt das Pferd an. Über die matschige Straße. Zu Ostanio. Elena kommt bei Jette an.
Ja, genau. Elena ist nämlich nicht da geblieben. Elena ist aus dem Haus raus, hat die Kinder allein gelassen, klopft bei Jette, beziehungsweise gestürmt ins Haus rein, sagt nichts, geht hinten in die Speisekammer, schiebt eine Kiste beiseite, reißt eine Bodenluke auf, steigt eine Kellertreppe runter und holt eine Kiste hoch. Die Fackel auch nicht lange, bringt sich, zieht das Schwert, was sie hat, und hebelt diese Kiste auf. In der Kiste, die ungefähr 60 mal 50 Zentimeter groß ist, liegt eine Waffe in ein Tuch eingeschlagen und einige Rüstungsteile. Und sie beginnt jetzt, sich den Kram anzuziehen. Jette, kannst du mir zur Hand gehen? Was zum... Ich dachte, wir haben keinen Keller. Tja, ich habe einen Keller gebaut. Kannst du mir zur Hand gehen? Kannst du mir beim Anziehen helfen? Ja. Und, keine Fragen. Und Elena wird sich die Amazonenrüstung anlegen mit Hilfe von Jette. Den Gürtel umlegen, die Waffe umlegen, die allerdings mit einem roten Band ist, der Amazonensäbel quasi festgebunden, dass sie ihn nicht ziehen kann. Und auf der anderen Seite das normale Schwert. Und den Mantel überwerfen. Und, okay. Die sich einen Rucksack greifen, dann einen Beutel greifen, so. Ich brauche trockene Wurst. Das. Und Elena wird sich anfangen, aus der Speisekammer Essen zusammenzusuchen. Und dann, Jette, ich muss das Dorf verlassen. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Große Augen und nickt einfach nur. Und wenn du willst, kannst du mitkommen. Vielleicht solltest du mitkommen, weil man dir sonst komische Fragen stellt, weil meine Tochter jemanden getötet hat. Nicht, dass sie dich fragen und quälen. Die hat was? Die hat in der sie ist bedroht, hat etwas gefunden, was sie nicht finden sollte, ist erwischt worden, hat sich gegen denjenigen, der sie erwischt hat, gewehrt und hat sie dabei aus Versehen getötet. Aber... Götter. Ja. Gut, ich muss dann auch los. Also, wenn du mit willst, dann jetzt oder nie. Oder du bleibst hier. Mögen die Götter dich schützen. Ich denke, ich bin euch nur eine Last. Gut, dann danke für alles. Beiß da mein kaputtes Bein. Ja, stimmt. Gut. Elena wirft sich den Sack über die Schulter, zieht den Mantel eng um sich und rennt wieder raus. Lässt die gute Jette da stehen und trifft dann vielleicht draußen schon auf die anderen. Siehst den Karren mit dem schwarzen Pferd vor Astanios Hütte stehen. Oh, okay. Wenn du näher ans Haus kommst, dann hörst du wahrscheinlich einen Astanio poltern. Sie macht mich wahnsinnig. Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ich hab ihr gesagt, sie soll hier bleiben. Wo ist sie nicht? Hier! Und man hört es echt langsam. Also Astanio ist wirklich komplett am Durchdrehen jetzt. Wirft irgendwelche Sachen in seinen Jutesack da rein. Ein paar Bücher, ein bisschen was zu essen. Wirft dann die Hälfte wieder raus, gibt dann auf, nimmt den Sack, geht nach draußen und schmeißt ihn mit auf den Karren und wird sich wahrscheinlich gerade sehen. Hey, Elena hat den Mantel wirklich, fällt auf, dass sie den Mantel vorne geschlossen hält und an der Seite, rechte Seite, hat sie noch so eine Beule. Lass mich raten, du hast es an. Lass uns jetzt los, bevor die kommen. Wo kommt das Pferd denn? Egal. Lass uns Mohnenpferd, frag unsere Neuling. In dem Moment hört ihr Schwertgeklirr aus der Seitenstraße neben euch. Gut. Jetzt sind die Kinder noch, habt ihr die Kinder schon drauf oder noch nicht? Gut. Ich denke, ist er gerade dabei, sie hochzuheben und rüberzutragen. Okay. Mora wird so schnell es geht ein paar Felle über die bewusstlosen Kinder werfen, die sie auf dem Karren hat.
Okay, da kommen sie, kommen, wie es scheint. Dann nichts wie los. Stellen oder gehen. Aus der Gasse, wo die Geräusche herkommen, fliegt ein Schwarm von schwarzen Vögeln. Oh. Eieiei. Lass uns hier weg. Sobald alle Kinder auf dem Wagen verstaut sind, würde Mora das Pferd antreiben. Astania wird sich nicht auf den Wagen bewegen. Astanio, kommt jetzt! Losfahren. Jetzt! Kommt. Fahr los! Hey. Mora tut wie geheißen. Sie treibt das Pferd an. Astanio, dann bleibe ich bei dir. Du gehst auf den Wagen. Astanio, du kommst auch mit. Dann komm auch mit. Das sollen wir ohne dich. Komm schon. Ihr fahrt los, ich halte die Viecher auf. Jetzt. Keine Widerrede. Vergiss es. Zieh mein Schwert. Jedes Mal das Gleiche mit dir. Und Astanio wird sich die Handschuhe von seinen Fingern lösen. Bist du dir... Ja. Und wird... ziemlich, ziemlich große und ausschweifende Bewegungen machen, etwas vor sich her murmeln und die Worte Ignisfero, Feuerbeil, Gleißenbrand und Donnerhall von sich geben und Elena wird plötzlich von mit Astanio sehen. Und wenn sie sich nicht irren würde, wird nicht nur ein riesiger Feuerball plötzlich in seiner zwischen seinen beiden Händen sehen, sondern seine Augen schauen auch gerade aus wie kleine Flammen, als er den Feuerball gegen den Schwarm von Krähen wirft. Und jetzt aber weg. Die armen Tiere verglühen und verbrennen in dem riesen Feuerball und die halbe Straße ist jetzt in Flammen. Astanio, nichts wie weg hier. Aha. Los, wir laufen. Und Astanio wird auf dem Absatz kehrt machen und den Wagen dämmen. Feuer, Feuer, Feuer! Wenn jetzt irgendjemand nach hinten sieht, sitzt einer von euch auf dem Wagen, schaut nach hinten. Mhm. Vielleicht so im Feuerschein blinkt es etwas golden bei Elena. Sie hat scheinbar eine Rüstung an. An der Seite durch den Mantel wird noch ein Helm sichtbar, aber der liegt so halb in den Schatten. Trotz dem ganzen Regen und dem kalten Wind, der hier weht, die Flammen lodern weiter, schlagen über von der Straße, wo die Vögel waren, auf die Häuser, züngeln sich an den Fassaden hoch. Der Regen, der auf das Feuer trifft, verpufft. Und schon sind die ersten Menschen draußen und versuchen mit Eimern die Flammen zu ersticken. Keiner beachtet euch, wie ihr das Dorf verlasst mit dem Wagen. Im Gegenteil, sie sind alle damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Mora treibt den Wagen und das Pferd weiter an. Hat immer wieder ein paar Blicke über die Schulter geworfen und im Feuerschein und in den Flammen siehst du noch die schwarze Gestalt, die mit verschränkten Armen zwischen euch und der Menge, die das Feuer löscht, steht und in eure Richtung mit euch hinterherblickt. Ein schwarzer Ritter. André kommt. Er war ja noch bei der Schmiedin, die er nicht angetroffen hat und kam dann von einer Seitengasse zum Wagen. Er springt nun auf. Er
hat den Feuerball aus dem Seitenwinkel gesehen, von einer etwas anderen Perspektive, springt nun auf, blickt zurück und starrt diesem Ritter entgegen. Er schaut ihm in die Augen, lächelt. Du siehst keine Augen. Lächelt trotzdem. Niemand außer dir, du hast ja von der Seite das Ganze beobachtet. Die Leute haben nur Blick für das Feuer, nicht für den Ritter. Dann zieht er sich den Wagen hoch. Ich muss sagen, Zauberer, gute Ablenkung. Es werden Menschen umkommen, die es nicht verdient haben. Ja. Mit diesen Worten schluckt Mora noch einmal und treibt das Pferd weiter an. Sie sagt nichts, bis wir in einiger Entfernung sind und das Dorf weit hinter uns gelassen haben. Sind wir eigentlich alle auf den Wagen noch irgendwie aufgesprungen? Oder? Ja, haben wir geschafft. Du hattest verstanden. Ja. Also dann seht ihr jetzt definitiv Jelenas Rüstung. Und die Rüstung sitzt eng. Und auf der Brust, also auf der Brust prangt ein Krokus. Oh. Okay. Habe ich was verpasst? Das ist das, was du holen solltest. Und das Talion wird sie wahrscheinlich nicht herbei. Wird Elena gar nicht angucken, sondern einfach starr nach vorne gucken. Elena schlägt ihn wieder drüber, den Mantel. Das erklärt zumindest einiges. Warum sich eine Schmiedin so aufspielt, als wäre sie eine Generalin zum Beispiel. Das nehme ich mir nicht raus. Ich war nie Generalin. Ah ja, das war eigentlich nur eine Redewendung. Bei diesen Worten wird Astalio anfangen zu kichern. Was? Du nicht? Nein. Naja, auf jeden Fall werden sie jetzt hinter uns her sein, wenn sie erstmal das Feuer gelöscht haben. Das ist der Nachteil von diesem netten kleinen Ablenkungsmanöver. Naja, wenn es noch irgendjemanden gibt, der uns hinterherkommen kann. Ich hoffe, dass Jette und auch, ehrlich gesagt, auch das Xamandas schaffen. Er kann uns hinterherkommen. Gut, wir haben sein Pferd, aber das muss nicht unbedingt gut für uns sein. Wen meinst du jetzt? Hast du ihn nicht gesehen? Ach, dieser schwarze Ritter. Ja. Wir werden sehen, was wir mit ihm noch zu tun haben. Ich bin mal aus Erfahrung sind diese Feuerbälle erst dann aus, wenn alles bis auf die Grundmauern abgebrannt ist. Ja. Bei den Worten zügelt Mora das Pferd und bringt es zum Stillstand und dreht sich dann um und ihr seht Wut in ihren Augen. Wenn noch irgendwas von Neu-Ogenwacht stehen wird, wenn dieses Feuer aus ist. Wie viele Menschen kommen bei den Flammen um? Astanio, wie viele? Sagt es mir. Wenn sie in Häusern sind, wahrscheinlich viele. Richtig. Hey, mir gefällt das auch nicht. Ich habe aber mehr Leute in meinem ganzen Leben, mehr Leute sterben sehen. Hier in Neu-Ogrenwacht. Der Tod ist ein Teil des Lebens. Oren weiß es. Und es ist nichts Gutes, dass diese Menschen sterben müssen. Sicher nicht. Wofür war das gut? Wofür diese Flammen? Damit es Hoffnung gibt, damit die Hoffnung nicht stirbt, hätte ich mich und meine Tochter hinrichten lassen sollen. Nein. Wegen der Selbstverteidigung. Aber wir hätten uns davon stehlen können. Wir hätten keine einzige Chance gehabt, Mädchen. Wenn Tagunia aufdreht, ich weiß nicht, was Rotaire getan hatte, aber Tagunia und ihre Schergen wissen nicht genau, zu was Tagunia wirklich in der Lage ist. Sie hält sich immer ziemlich hinterm Berg. Und Rotaire, die kann zaubern. Sollte sie nicht tot sein? Sollte sie, aber Answin hat sie nur gehängt und nicht geköpft. Und ja, da wir nicht wussten, wo sie verscharrt war, konnten wir auch nicht nachträglich uns darum kümmern. Es ist gut, sich der Vergangenheit zu erinnern. Aber wir haben, denke ich, andere Probleme jetzt.
Ja. Was tun wir mit diesem, der weist auf die Kinder? Problem. Hattest du nicht die Idee, sie in ein anderes Dorf zu bringen? Aber das ist weit und wir werden verfolgt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass wir mit Feuerbällen um uns schmeißen und irgendwelche Dämonenritter hinter uns her haben. Die Frage ist, ob uns Dämonenritter, ja, es sieht echt schwarz aus. Das weckt böse Erinnerungen. Ich kenne mich mit diesen Dingen nicht aus, aber er gefällt mir nicht. Hast du schon mal von dem Magdalenata gehört? Habe ich das? Nein. Amazonen, die sich mit Dämonen verbündet haben, Paktiererinnen geworden sind. Sie tragen auch gänzlich schwarze Rüstung. Jedwede Ehre verloren, spielen sich trotzdem auf, als wären sie die Größten der Welt. Aber die Stimme war die eines Mannes, oder? Der auf jeden Fall war ein Mann. Ja. Zumindest hat sich so angehört für mich. Wir werden sehen, was passiert, was es mit diesem Pferd auf sich hat. Lass uns erstmal so viel Distanz, Mora, kannst du das Pferd wieder antreiben? Wir müssen so schnell wie möglich so viel Distanz zwischen uns bringen, wie wir können. Sie haben auch einen Wagen und ja. Oder sie werden nur das Pferd nutzen, je nachdem, wer uns hinterherkommt. Mora treibt das Pferd wieder an. Jetzt werden wir gesucht, nicht nur, weil Fenja jemanden in Notwehr umgebracht hat, sondern wir werden gesucht, weil wir bewusstlose Kinder mit uns schleppen. Und ein Dorf niedergebrannt haben. Es ist auch nicht wohl dabei, absolut nicht. Ganz und gar nicht. Bei den Zwölfen. Was ist das nächste Dorf, Mora? Es gibt eins, wir müssen einen kleinen Haken schlagen, aber was wollt ihr da mit ihnen machen? Abgeben. Abgeben, dalassen, festbinden, zumindest Fenja. Entschuldigung, Kleines. Kennt ihr irgendjemanden? Irgendjemand, dem ihr trauen könnt? Ein paar Händler, ein paar Krämer, aber niemanden, den ich weiter trauen würde, als ich ihn werfen kann. In dieser Gegend kann man niemandem vertrauen. Nicht wirklich. Nein, das hat sich gezeigt. Nicht wirklich. Und sie blickt in die Runde. Pass auf, wo du hinfährst. Entschuldigung. Auf jeden Fall werden wir sie nicht mit zum Wall nehmen. So viel steht fest. Das ist ihr Todesurteil. Vielleicht wissen sie auch etwas, wenn sie erwachen. Stehen sie unter einem Zauber? Anjo? Einer Droge? Kannst du das rausfinden? Astanio wird sich einmal übers Gesicht fahren. 17 Jahre. Und dann innerhalb eines Tages gleich dreimal. Und wird einmal mit den Händen knacken und Analyse, Arcana, Struktur, entblöße die Magienatur. Und ein Schimmer überzieht alle drei Kinder. Da ist etwas Magisches an ihnen. Stärkste Magie geht aus von einer Tätowierung, die ihr bis jetzt anscheinend noch nicht gesehen habt, die wohl unter der Kleidung verborgen ist. Sie sind gezeichnet. Welcher Art? Wo ist die Tätowierung? Auf der Brust. Das hier. Kannst du dir anschauen? Kannst du das? Kannst du sicherlich die Sprache der Magie, der Magier. Das Tanium wird sich die Tätowierung genau mit anschauen. Sieben Zacken. Ich kann dazu jetzt auch nicht mehr viel sagen.
Ich bin davon ausgegangen, dass wir es hier vielleicht mit einem ganz normalen Parallelparallein zu tun haben, aber das hier ist um einiges größer. Mit einem was? Ach, magische Starre. Und was ist das jetzt? Das sieht mir nicht... Irgendwas Größeres. Ich kann es dir... Das scheint mir nicht normale Magie zu sein. Verdammt auch eins. Dann müssen wir es hier mitnehmen. Nicht zum Wall. Ja. Unkontrollierte Magie im Wall ist eine ganz, ganz, ganz bescheidene Idee. Für jeden, der sich in irgendeiner Weise mit Magie auskennen kann oder die gleichen Fähigkeiten wie ich besitzt, und das haben hierzulande leider sogar der Bauer aus der hintersten Ecke, ist das hier ein Leuchtfeuer. Yep. Also wenn wir sie mit uns führen, dann können wir auch gleich wieder zurückgehen. Also Mora, was ist der schnellste Weg zu irgendeinem Dorf? Habe ich eingeschlagen. Das dauert ein paar Stunden, einen halben Tag. Okay. Es wird wahrscheinlich schon dunkel sein, aber... Sieben Sterne. Sagt mir das irgendwas, mir irgendwas, der siebenzackige Stern? Das ist eins der vielen Zeichen, die die Bombardianer getragen haben. Jo. Kennst du das Zeichen, Astonio? Barbarat. Ja. Symbolisiert die Dämonenkrone, die Barbarat getragen hat. Irgendjemand hat sie für schwarze Rituale reserviert. Schwarze Rituale, Dämonenbeschwörungen. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie eine Suppe draus kochen. Ja, ist schon klar, dass meine Tochter gerade zuhört. Dir ist schon klar, dass deine Tochter wahrscheinlich inzwischen mehr um einiges Schlimmeres gesehen hat als das. Deine Tochter hat gerade ihren ersten Mord begangen. Ja, früher als ich. Sehr viel früher. Also den ersten Menschen getötet. Und du hast die ganzen Vögel getötet. Mit einem Feuerball. Ich habe dir doch gesagt, man sollte es mit mir nicht verspaßen. Und er wird aus den Augenwinkeln auf sie drauf gucken und leicht grinsen. Warum? Kind, es gibt Geschöpfe, die die Form annehmen können, wie die wir kennen. Jedoch viel, viel stärker sind als sie auch schon. Und viel Schlimmeres anrichten. Was war denn mit den Vögeln? Ist dir irgendwas an den Vögeln aufgefallen? Wir haben... Kleines. Nein, sie wird sie ranziehen. Vögel. Mag Vögel. Ich weiß. Wir wussten nicht, was sie von uns wollten. Es war irgendwie... Vielleicht war der eine, den ich gefüttert habe, auch dabei. Ach, komm her. Ich nehme sie in den Arm, ziehe sie mir auf den Schoß. Das ist ja alles sehr ergreifend. Aber wenn diese Kinder ein Leuchtfeuer auf ihrer Brust haben, wie du sagst, und jeder Bauer, was auch immer das heißen mag, sie erkennen kann, dann können wir sie nicht in irgendeinem Dorf lassen, weil da werden sie ja dann entdeckt und zu Suppe gemacht, wie du selbst gesagt hast. Also sehe ich immer noch nicht, wie wir eine Wahl haben, als sie mitzunehmen. Ich will meine Tochter nicht mitnehmen. Und was willst du tun? Wo willst du sie lassen? Ihr kennt hier niemanden. Wir sind im Feindesland, im tiefsten Feindesland, und der Feind weiß, dass wir hier sind. Brauchst du mir doch nicht zu sagen. Ich möchte nur, dass ihr langsam versteht, in welcher Lage wir hier wirklich sind. Wir haben gar keine Wahl mehr. Und das Salio wird wirklich anfangen, sehr hämisch zu lachen. Wir sollen verstehen, in was für eine Lage wir sind. 17 Jahre bin ich hier in dieser Lage, mein Lieber. Du hast keine Ahnung. Wir sind 16. Vielleicht ist das der Unterschied.
Vielleicht kenne ich doch jemanden. Sie müsste zu dem jetzigen Zeitpunkt steinalt sein, aber... Und sie lebt etwas außerhalb. Das ist kein Schaden. Das ist kein Schaden. Ein einsamer Hof. Mein Vater hat die alte Dame öfters mal besucht. Sie ist eigensinnig, schrullig, unangenehm. Das ist die perfekte Tarnung. Wenn sie die Kinder beschützen. Widerlichen Kuchen, aber ich glaube, ich würde ihr deine Tochter anvertrauen. Ja, die anderen Kinder können wir nicht bei ihr lassen, sonst finden sie auch meine Tochter. Das will ich nicht. Sie ist alles, was mir noch geblieben ist. Das stimmt. Ihr Hof ist groß genug, um die Kinder zu verstecken. Ja, aber wenn man konkret nach ihnen sucht, sie tragen das Zeichen Barbarats. Sie tragen Lena, verdammt nochmal das Zeichen Barbarats. Kannst du irgendwas dagegen tun? Nein. Wenn sie aber so abgelegen ist, wie Mora verlauten lässt, dann müssten wir schon extrem Pech haben, wenn die Kinder gefunden werden. Wie weit ist es von hier? Wissen wir, weil wenn wir wirklich den Wald brechen können und das Heer rüberkommt. Wie lange braucht es, bis dass es da ist? Ich bin so ein Heer. Mora versucht sich zu erinnern, wenn der Dauerregen sie weiter aufhält und den Karren verlangsamt. Sie versucht abzuschätzen, wie viele Tage es brauchen würde, dahin zu kommen. Wenn das Wetter so schlecht bleibt, sind es 2-3 Tage. Zwei Tage? Wenn es schlecht läuft, 3. Also 2 Wochen. Wenn es gut läuft, der ja 3. Hin und um, und dann an den Ball. Ja, ja, und bis dann wieder, wir dann wieder zurück sind am Hof. Das können wir noch nicht abschätzen. Wir wissen nicht, was geschehen wird. Ich weiß. Aber es ist der beste Vorschlag, den ich bis jetzt gehört habe. Ja, ja. Ich hätte sie da lassen sollen. Und Tuche aufknöpfen, meinetwegen das. Der ist vermutlich verbrannt. Es ist immer noch das Problem gewesen, dass meine Tochter sich hätte diesem Urteil stellen müssen. Ich wollte sie nicht, dass sie von Targonia verhört wird. Nein, dass sie schon gut. Ich meine, die Frage ist halt, wie es ausgegangen wäre. So wie ich Targonia kenne, hätte sie sonst was angestellt. Sie... Schon alleine, um etwas gegen dich in der Hand zu haben. Es steht überhaupt nicht zur Debatte. Es ist völlig klar, wir hatten keine Wahl. Wir können keine Kinder in einem Dorf. Sie ist doch die Hohepriesterin, die kann doch. Die Frage ist, was du gemacht hast und was du gesagt hättest. Magst du mir genau erzählen, was passiert ist? Sie wollte wissen, wollte deine Zeugenaussage haben, aber ich wollte dich ihr nicht alleine gegenübertreten. Dich nicht ihr alleine gegenüberstehen sehen. Du hast ihn ja. Hat er dich angegriffen? Wollte er dich betäuben oder was wollte er machen mit ihr? Dass du dich gewehrt hast. Er hat mich nur am Arm gezerrt und mich angeschrien. Ja. Naja, es ist passiert. Die Frage ist, was er gesagt hat. Wir werden es nie erfahren. Ich kenne mich nicht gut aus mit der dunklen Seite der Magie, aber ich kann ja eines sagen, es wird nicht viel damit rumgekommen sein. Es sind einfache Fakten, die abgefragt werden und der Zauber hält meines Wissens auch nicht lange. Ja, naja, aber es hat gereicht, um auf Fenja zu kommen. Na gut, da reicht die Frage, Fenja. Wer ist dein Mörder? Ja. Er hat den Namen nicht gekannt, aber die Beschreibung. Und Fenja, du hattest auch gesagt, dass der Dicke dich gesehen hat, ne? Ja. Tuche, ja. Und er, denke ich, weiß, mich mir zuzuordnen, wenn er mich noch eher beschreibt, sie noch eher beschrieben hat. Ich will nicht sagen, Fenja ist wie ein bunter Hund, aber es gibt Fenja halt nicht ist dann so doch viele sehr Kinder auffällig. Im Dorf. Es gibt halt nicht viele Kinder im Dorf. Mit ihrem Locken und ihrer dunkleren Haut fällt sie halt auf. Okay, es war dunkel, aber nichtsdestotrotz. Schritt für Schritt.
Chat Frischripp. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Hof der Dame. Jo. Ich will hoffen, dass es sich noch gut gehalten hat. Ihr müsst mir einiges erzählen. Wo hast du die Rüstung her? Und warum kannst du Feuerbälle schmeißen? Und was könnt ihr anderen noch, was ihr mir noch nicht erzählt habt? Eine gute Frage. Die wollte ich auch stellen. Und dabei schaut Osko Astanio an. Wer möchte anfangen? Du oder ich? Mach du mal. Ich glaube, ich muss mir ein bisschen die Worte zusammenlegen. Naja. Gut. Jandrik hat es, denke ich, schon erkannt. Ich war eine Amazone. Daher kommt die Rüstung. Eine Amazone von Kurkum. Ich habe damals den Niedergang von Kurkum miterlebt. Wie sie alle gestorben sind, bis auf 5, 6 waren wir, die überlebt haben. Plus eine Handvoll Bauern. 2, 3 Dutzend. Das war alles, was von den 400 Menschen, die auf der Burg waren, übrig geblieben ist. Der Rest ist verbrannt. Oder schon vorher gestorben. Ja, und dann hat es mich halt hierher verschlagen. Über Umwege, aber dazu später, mehr nicht jetzt. Ein strenger Blick findet sich in Astanio. Was habt ihr mir noch nicht erzählt? Vor 17 Jahren gab es eine Schlacht. Eine Schlacht um die Stadt. Und Astanio wird sehr, sehr hart schlucken. Eine Stadt namens Beilung. Ich war ausgebildet an der Akademie Schwert und Stab. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. In dieser Schlacht war ich Hauptmann. Und wir zogen gegen dieses ganze schwarze und verteufelte Heer. Und ich habe die Leute anführen müssen. Und der Feind hatte leider mehr als eine Möglichkeit. Ja, ich muss sagen, der Feind hatte eine Möglichkeit, uns zu infiltrieren. Und Verräter in die innersten Reihen einzubinden. Und dadurch wurde meine ganze Kompanie niedergemetzelt. Von einem kleinen, buckligen Etwas. Und er schaut auf Elena. Elena, halt ihr die Ohren zu. Mach ich. Elena hält ihr die Ohren zu und bei diesem kleinen, buckligen Etwas ist Elena auch Gesichtsmine ganz hart geworden und man sieht halt echt, dass sie mit den Tränen kämpft. Ich habe nicht nur eine ganze Kompanie in den Tod geführt, ich habe meine engsten Freunde eigenhändig töten müssen. Keine Magie. Das war der Befehl. Keine Heilung. Kein Feuerball. Alles nur mit der Kraft des Schwertes. An diesem Tag habe ich mir geschworen, nie wieder einen Zauber auszusprechen. Dieses Versprechen habe ich jetzt nach 17 Jahren gebrochen. Um jene zu retten und sein Blick wird auf Jandrik wandern und lange auf ihn ruhen, die es wohl verdient haben. Und die Bewohner des Dorfes haben es nicht verdient.
Es gibt eine Regel, die ich lernen musste. In diesem ganzen Krieg. Manchmal musst du wenige Leben opfern, um Tausende zu retten. Und das ist eine traurige Wahrheit, die wir ins Auge blicken müssen. Wir werden noch mehr verlieren. Mehr als nur dieses eine Dorf. Vielleicht werden wir uns selber verlieren. Aber solange die Hoffnung besteht, dass wir Tausende, wenn nicht Millionen von Menschenleben retten können, und Asani wird auf die Kinder gucken. Kämpfen wir dafür. Und bevor du mich scheltest, Osko, ich habe dir das alles nicht erzählt, weil wenn du das gewusst hättest, hätte... Es wäre noch ein bisschen mehr rausgekommen. Ich schaue vielleicht so alt aus, ich bin nicht alt, ich bin 40. Ich bin genau in Elenas Alter. Magie hat nicht nur positive Eigenschaften. Vor allem, wenn sie sich selber trifft. Das habe ich heute auch gesehen. Es tut mir leid, dass euch das alles geschehen ist. All diese schrecklichen Dinge. Dieser Ort, er schaut sich um. Er darf so nicht bleiben. Es darf einfach nicht so bleiben. Wir müssen kämpfen. Und es wird mehr Opfer geben, Asko. Mehr Unschuldige werden sterben, Boron weiß es. Aber wir müssen kämpfen. Osko schüttelt leicht den Kopf. Aber zu was für einem Preis? Gab es keinen anderen Weg, Stanio, als das halbe Dorf in Brand zu stecken? Hättest du einen anderen Weg gefunden? Ich hätte nicht zaubern können. Wir hatten einen ganzen Schwarm von komisch auftauchenden Krähen hinter uns. Wir mussten schnell verschwinden. Die was getan haben? Ich habe es dir doch gesagt. Manchmal können die kleinsten Wesen den größten Schaden anrichten. Ja. Und glaub mir, ich weiß, von was ich rede. Und ihr werdet Astanio, wenn ihr Astanio ins Gesicht blickt, werdet ihr sehen, wie dass seine Augen sehr, sehr wässrig werden und er wird sich abwenden und kein Wort weiter sagen. Ja, auch Elena läuft stumm mit Tränen übers Gesicht und sie wischt sie weg. Es wird nicht einfach, aber das, denke ich, war es allen bewusst. Lass uns versuchen, etwas Ruhe zu finden. Mora, du sagst, wenn du eine Pause brauchst? Ja. Elena streicht ihre Tochter den Kopf. Such du zu schlafen, meine Kleine. Wir reden dann morgen. Jandrik, schaut nochmal zurück. Vielleicht kann man weit entfernt noch Rauch sehen. Leise, aber für die anderen hörbar, beginnt er ein Gebet. Ein Gebet an Boron. Den Gott des Todes, auf dass er all diese Seelen aufnehme. Während Jandrik das Gebet spricht, die anderen stumm vor sich hin sitzen, auf den Boden oder gegen die Plane des Wagens schauen. Fängt das Pferd laut an zu schnauben und stockt im Schritt.
Weiter, komm schon. Du kannst das. Bleibt stehen. Na komm schon. Und sie nimmt die Zügel in die Hand. Du blöder Gaul, jetzt beweg dich! Mit dem Augenblick, als Jandrik das Gebet beendet hat, setzt sich der Wagen wieder in Bewegung. Und wir verlassen Grabenmark für heute. Das ist mies. Das ist einfach nur noch mies. Hey, du kennst Koali. Ja. Wer langweilig bin ich? Ja, trotzdem ist das eine echt miese Stelle. So, ich muss jetzt mal ganz kurz holen. Ja, vielen, vielen Dank. Wow. Astanio, der Brandstifter. Mhm. Ja. Da würden wir nochmal diskutieren müssen drüber. Da hast du aber gleich mehrere Sachen getriggert irgendwie mit der Aktion. Ja. Also nur mal so zum Vergleich, also für die, die sich mit DSA nicht so auskennen, also der übliche Flammenzauber ist halt der Ignifaxius ist halt eine Flammenlanze, ne? So, das ist so der typische Kampfzauber. Der Ignisfero ist halt wirklich ein riesiger, explodierender Feuerball aus magischer Feuer. Und ja. Also wenn das Ding eingesetzt wird, dann bleibt da kein Staubkorn mehr auf dem anderen. Genau, ja. Richtig, ja. Ja, ich war zwischendurch ein bisschen raus. Hier hat der Baby-Koala ein bisschen Terror gemacht hier. Von daher Verzeihung, wenn ich zwischendurch ein bisschen fahrig war. Aber ich hoffe, das ging trotzdem alles ganz gut. Das können wir ganz gut auffangen. Das ist wirklich kein Problem. Ja, Tinkel sagt, wenigstens ist die Truppe losgekommen. Genau, ja, richtig. Ja. Erstmal in die falsche Richtung. Super. Und mit 3 bewusstlosen Kindern auf dem Karren. Einem Kind, was jetzt traumatisiert, das mehr als nur traumatisiert ist jetzt wahrscheinlich. Ja. 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 Ja, ja. Metalhead sagt auch eine entspannte Runde. Ja, entspannte End-Scene. Ja. Oh, die Party hat die Frau erkannt, von der Mora spricht die ganze Zeit. Genau, richtig, ja. Ja. Mal schauen, ob die überhaupt noch lebt. Aber sehen. Immer noch so schlechten Kuchen backt. Ja. Oh. Na, vielleicht können die Kinder ja ihr jetzt helfen oder so. Fenja kann ja recht gut Kuchen, kann ja ein bisschen besser vielleicht Kuchen backen. Sie hat ja von Osku das Brotbacken gelernt. Hat Osku hat sie das ja beigebracht, genau, richtig. Ja. Honigkuchen, ja. Weiß Honigbrot, nicht Honigkuchen. Ja. Weiß gar nicht mehr genau. Ja, Metal sagt auch, wunderbares Charakterspiel. Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Richtig gut. Auch man merkt auch, die Gruppe ist noch nicht hundertprozentig zusammengewachsen. Unsere kleine Hühnergruppe. Ja. Oder eigentlich müsste man sagen, eigentlich unsere Hahnengruppe, so zickig wie alle sind hier. Zickengruppe. Ja. Der Gevatter sagt auch, zumindest wurde der Ort verlassen. Ja, aber wie? Ja, Rico. Und so Sachen mit, wir haben irgendeine eine Flucht- oder Rettungsaktion, wir stecken irgendwas in Brand, da reagiert Mora leider allergisch drauf. Das ist Also ich habe mir das so vorgestellt, dass das Stanio so den Joker macht und hinter ihm kommt der große Feuermann. Cool guys, ja. Don't look at explosions. Ja, immerhin hast du die ganzen Vögel geröstet. Ja. Von wem auch immer die Vögel jetzt waren. Wir werden es nicht. Theorie Xamana. Haben sie gesagt. Es wird ganz leicht. Haben sie gesagt. Was war der Anfang? Was war der Anfang? Zum Wall gehen, haben sie gesagt.
Ja. Wir müssen ja ein bisschen für Verlängerung sorgen und so, ne? Ja, klar. Ja, vielleicht kann die toten, zerstäubten, in Flammen aufgegangenen Vögel ja auch irgendeinen Nekromant wieder zum Leben erwecken. Sind dann noch mehr wandelnde Tote. Nein. Untote Vögel. Also ich glaube, wenn da ein Feuerball draufkommt, da ist da nichts mehr viel zu wiederbeleben. Phönix aus der Asche? Vogelskelett. Und können die dann fliegen ohne Federn? Das ist halt Magie, ne? Skelette können schwingen. Ohne Muskeln auch schlecht laufen normalerweise, ne? Ja. Oh ja. Ja, was soll ich denn machen bei meinem Ziehglück heute? Wahlwut und Jähzorn. Es tut mir leid, was soll ich denn tun? Feigheit wäre gut gewesen. Ja? Jelena mit ihrem Egoismus. Ja. Ich gehe jetzt meine Rüstung holen, scheiß drauf. Ja, oder, sehr gut. Oder die umgedrehte Pareine, wenn ich als ich Jelena hinterhergerannt bin. Ja, alles, ja, ja. Aber. Ja, meine Tochter reicht die geilste. Ich mag meine Tochter. Ich muss Mama helfen. Oh Gott, ich glaube, sie ist. Ja, und alle versuchen sie dran zu hin. Ja, ja, ja. Ja, herrlich. Hat ja im Endeffekt auch geklappt. Und am Ende macht ihr viel mehr Schaden, als sie hätte jemals anrichten können. Ja, ja, genau das. Wir hätten es auch einfach klären können, aber nein. Tagunia ist nicht zu trauen. Mora hatte ja eigentlich einen ganz anderen Ansatz, diese Situation. Osko auch. Ihr habt alles zerstört. Das schon wieder auf der den Plan, alles. Auf dieser Seite hier, ja, ist hier so die Vernunft und auf der anderen Seite. Und dazwischen ist der Jandring. Der sich denkt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Ja. Ich fand das ja auch, im Chat fand ich das ja auch erst einmal sehr, sehr, sehr witzig, da hat nämlich, als wir gerade auf dem Wagen sind, hat der Marot nämlich geschrieben, wo bin ich? Und ich habe im ersten Moment gedacht, dass er gesagt hat, oh mein Gott, was sind das hier für eine verrückte Gruppe, die gerade alles auseinander nimmt. Das hätte auch gepasst, ja, aber ich wusste tatsächlich nicht, wo meine Figur gerade sich befindet in der Szene, aber ja, deswegen habe ich es ja dann noch so rein erzählt. Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen abgelenkt hier. Hier draußen ist ziemlich Terror gerade. Oh je. Ja. Oh je. Ja. Zwei Leute machen eine halbe Stunde Plan und am Ende steht man wieder im Plan. Ja. Also im schlimmsten Fall hätte Mora noch mal ein Wörtchen mit dem Herrn Tucher gesprochen. Ja. Ach, ich glaube, der Herr Tucher ist jetzt gegrillt. Wieso? Weil ja, die Frage ist, ob er aus dem Gespräch lebend rausgekommen wäre, aber... Ja, er ist halt mit Rother und der Leiche irgendwo in den Wald gegangen. Da kamen sogar auch noch so drei Gestalten an Jandrik vorbei. Dann hätte ihn die Kinder sehen. Abkaufen können. Also in Moras Logik. Jandrik hatte kein Geld mehr. Er hat seine letzten zwei Silbertaler für das Pferd gegeben. Das Pferd ist auf Boron-Gebete reagiert. So ein günstiges Pferd hast du noch niemals bekommen. Ja. Mora werden schon so viele schlimme Dinge nachgesagt. Da wäre das auch nicht das Übelste. Da wirst du, dass wahrscheinlich finden wir heraus, dass das Pferd mit Kindern gefüttert werden muss, damit es weiterläuft. Am Ende kommen wir dann nur noch mit Elenas Tochter an. Ja, ja. Ups. Ich finde den Namen sehr interessant, muss ich gestehen. Schwinge, ja, ja. Könnte in die positive oder in die vollkommen negative Richtung gehen, ne? Ja. Dämonenschwinger oder Engelschwinger? Was ist es? Ich hab schon Verdacht. Ich auch. Ja, ich auch. Ja, wir werden sehen. Ich meine, das hat gestoppt, als Bohrengebet kam. Das ist halt so ein... Weißt du, ja, ja. Ich meine, eigentlich sollte einen nichts mehr wundern. Ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ist auch besser so. Ja, ja. Vielen Dank fürs Mitspielen. Entnehme der Diskussion, dass es Spaß gemacht hat. Jo. Oh ja. Salut. Nerven auf Reim, ich bin richtig am Glühen hier.
Knallrot, man sieht es auch in der Kamera nicht, aber. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuschauen und an den Chat fürs Mitfiebern und Mitmachen. Falls ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar und so ein Däumchen und so ein ganzes, ihr kennt den Drill. Wenn ihr es gut fandet, empfiehlt uns gerne weiter. Ihr könnt das Ganze hier auch auf Spotify und iTunes als ein bisschen bearbeitetes Hörspiel hören. Die Links dazu findet ihr auch alle entweder auf www.derkoali.de oder halt auf meinem Twitter. Da kommt das alles immer noch zusammen. So, ja, genau. Und weiter geht's dann hoffentlich in 2 Wochen. Wenn alles gut bleibt und wir alle gesund sind und ja. Toi, toi, toi. Wenn ihr aber sagt, irgendwie, ich kann jetzt nicht 2 Wochen warten, ich möchte unbedingt noch eine Portion Rollenspiel miterleben, dann empfehle ich euch die Rollenhörspiele von Marott. Was gibt's denn da, Tolles? Ja, alle möglichen Sachen, wie unter anderem auch DSA. Ich habe 2 DSA-Sachen, die Barbaret-Kampagne und Land und Leute. Einfach mal reinschauen und viele, viele andere Sachen auf meiner Seite. Einfach gucken. Oder ihr schaut mal beim Kakko vorbei. Ja, genau. Da gab es tatsächlich das letzte Mal wieder ein mehr oder minder richtig aufgenommenes Video, nämlich meine Challenges für die SL-Austausch-Challenge, wo eine gewisse Mitspielerin hier gechallenged wurde, doch mal was zu machen. Ansonsten, ja, ist in 9 Rollenspielrunden von mir gerade nicht, aber ich bin am kommenden Dienstag beim guten D-Rex auf dem Kanal zu sehen. Da spielen wir nämlich unsere kurze Harry Potter-Runde weiter, wo wir Witchcraft und Wizardry bespielen. Das ist ein Powered by the Apocalypse-System. Und genau, wir sind gerade erst in der 4. Folge und es geht um verschwundene silberne Nägel. Dann gibt es auch noch den Ossi, der hat auch noch Kanäle, auf denen Zeug läuft. Ja, immer mal wieder irgendwie. Also auf Twitch gibt es dann und wann mal einen Stream, einen Gaming-Stream von mir. Und auf YouTube gibt es momentan dann und wann kleine Animationen zu Themen, die mich interessieren. Ja. Genau. Okay. Und ja, Elanor hat keinen YouTube-Kanal, aber einen Instagram-Account, wo ihr ihr folgen könnt. Ja, da habe ich jetzt am Wochenende war ich auf einem Mittelaltermarkt. Ja, es hat endlich wieder ein Mittelaltermarkt stattgefunden. Habe dazu ein paar Bilder von der eigentlichen Feuershow gepostet. Ansonsten, ja, war ich mal wieder in der Küche aktiv. Habe dazu was gepostet mit Würfel. Also mal reinschauen mit Rollenspielwürfel. Und ja, also Rollenspiel-Content nicht sehr viel auf mir, auf meinem Kanal, aber ich mache halt auch immer Werbung für diese Runde hier. Und ja, schaut mal vorbei. Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da, ansonsten eben nicht. Jo, und last but not least, Sierra, wo kann man dich jetzt nächst nochmal sehen? Ja, mich sieht man dann und wann auf meinem eigenen Twitch-Kanal Sierra-Streams oder auch mal beim Kako, wenn ich da zu Gast bin, beim gemeinsamen Quatschen und Miniaturen malen. Das machen wir beide nämlich ganz gerne. Im Moment ein bisschen weniger geworden, aber der gute Kako hat mich ja gechallenged, auch mal eine Pen-and-Paper-Runde zu leiten. Und da werde ich hoffentlich bald eine Vampire-Runde leiten, Vampire V5. Da wird es eine kleine Runde geben mit 2, 3 Folgen. Und wer darauf Lust hat, folgt mir doch einfach. Dann werdet ihr es nicht verpassen. Ja. Und dann wisst ihr jetzt überall, wo ihr hin gucken müsst. Genau, Twitch, Julikals könnt ihr euch auch nochmal reinziehen. Da gab es gestern, war der Finale, ne, von die Göttin der Amazon. Ja, das hatte ich eben ganz vergessen, ja. Genau, könnt ihr auch mal generell mal ein Follow da lassen bei Julikas. Da gibt es auch sehr coolen Content. Genau. Ja. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wir sehen uns in 2 Wochen in dieser Besetzung wieder. Nächste Woche gibt es kein Phileason, denn da ist Wahltag am Sonntag und ich denke, da habe ich abends ein bisschen was anderes zu tun, als Rollenspiele zu spielen. Ich werde mit Gebanntheit das Ergebnis der Wahl verfolgen. Und ihr da draußen solltet wählen gehen, wenn ihr das könnt. Aus irgendeinem Grund. Ist wichtig, glaube ich, diesmal. Ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.